Guten Tag, Herr Kubizil. Wie geht es Ihnen? Mein Ausschlag ist sehr leicht, sehe ich da gerade. Siehst du das? So verglichen mit dem Jingel ist das sehr, sehr klein. Na, vielleicht hast du deinen Jingel ein bisschen zu laut gemixt, meinst du? Wahrscheinlich, ja. Weil irgendwie besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Okay, na dann muss es so gehen. Wir können ja auch gleich die Sendung wieder beenden. Nur klar. Also tschüss, war schön. Ja, alles klar. Tschüss. Aber nein, bevor wir die beenden, wir haben ja einiges zu besprechen. Gut. Was ist denn nicht alles in der Welt passiert? Und was wird noch passieren? Unglaublich. Wollen wir mal, ich fange einfach mal an mit einem Thema, was ich sehr witzig fand und wir haben schon kurz drüber geredet. Darf ich dich unterbrechen? Du darfst, natürlich. Worum geht's eigentlich in der Sendung? Wer sitzt am Mikro? Ah, wer bist denn du? Kaum ist der Sendeplan nicht. Ich habe ja schon gesagt, dass du der Herr Kubizil bist. In dieser Sendung, die Radio Insecurity heißt, geht es um sicheres Surfen im Internet. Das ist jedenfalls das, was Jens Kubizil und Tobias Walter sich auf die Fahnen geschrieben haben, auf die imaginären Bit-Fahnen, um euch da draußen den sicheren Umgang mit dem WWW zu zu gewährleisten. Gewährleisten. Ich würde das sogar noch ein bisschen weiterfassen. Nicht nur das www, sondern auch das Internet im Allgemeinen. Computer, Handys und so weiter können durchaus Thema der Sendung sein. Also wollen Sie nicht ganz so einschränken. Sonst könnten wir vielleicht eines der geplanten Themen heute gar nicht besprechen. Stimmt, du hast recht. Da haben wir gar nicht. Okay, Entschuldigung. OWWW, ich habe mich vertan. Genau, also hier ist Radio Insecurity. Es dürfte die Sendung mit der Nummer 34 sein. Das heißt, es ist also jetzt die 35. Sendung, die gerade ausgestrahlt wird. Und wir haben uns wieder einen bunten Strauß an Themen ausgesucht, die wir besprechen wollen. Mal gucken, ob die 2 Stunden reichen. Ein buntes Potpourri. Genau, also mal gucken, ob die 2 Stunden reichen, das zu besprechen. An der Stelle will ich aber nochmal hinweisen auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Weil mein Nachbar-Podcast, meine Nachbar-Radiosendung, der Datenkanal, da haben wir jetzt in der letzten Sendung ein bisschen uns über Matrix unterhalten. Und Matrix ist eine Möglichkeit auch zu chatten mit Einzelpersonen, genauso wie mit Gruppen. Wir haben also in der letzten Sendung Matrix ein bisschen vorgestellt. Und Matrix ist auch für das Radio Insecurity quasi ein Kommunikationskanal. Also in dem Raum, der auch Radio Insecurity heißt, sind eine ganze Reihe an Leuten und finden auch hin und wieder Diskussionen statt, kommen auch also interessierte Leute. Deswegen kann ich euch da draußen nur einladen, den Raum zu besuchen. Und ich werde auch in dem Sendungsbeitrag nochmal einen Link hinterlegen. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und dann seid ihr Teil der Radio Insecurity Community. Cool, da bin ich dann ab nächsten Monat auch zu finden. Oh. Denke ich mal. Na, das ist der große Selling Point, Tobias, Matrix. Toby in the Matrix. Genau. Ja, aber darf ich jetzt den Punkt sagen? Jetzt darfst du, jetzt können wir langsam. Darf ich mal was sagen, ja? Okay. Oder darf ich nochmal unterbrechen? Na los, mach. Hast du ja schon gerade gemacht. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Also, pass auf. Ach, übrigens, Tobias, was ich noch sagen wollte. Du kannst langsam mal zu dem ersten Thema kommen. Okay, also wir hatten uns vor kurzem darüber unterhalten, wie alt Leute sind und manche Leute sind sehr alt, aber total kindisch und manche Kinder sind total alt. Egal, anderes Thema. Was ich eigentlich sagen wollte war, ich bin vor kurzem über die Meldung gestolpert, dass die Bundespolizei die Daten von den Bodycams ihrer Polizisten auf einen Amazon Cloud Surfer speichert. Und die Begründung war wohl von der Bundespolizei,
zum einen, dass es sicher ist und zum anderen, dass es noch keine bessere deutsche Lösung dafür gibt oder eigengebaute Lösung. Und das fand ich interessant, sogar nachvollziehbar, weil, also ich hatte mich in diesem Zusammenhang schon mal mit anderen über Amazon Cloud Hosting unterhalten und sehe eigentlich, bis auf die normalen Probleme, die das in der Cloud Hosten beinhaltet, also so, dass man quasi das Amazon gehackt werden könnte, gar nicht so viel Probleme damit, das dort zu hosten. Aber es gab da so einen großen Aufschrei. Ich habe gar nicht so richtig den Aufschrei mitgerichtet. Ich würde einfach mal ausführen, wo ich eigentlich die Probleme sehe bei Amazon, wenn das okay ist. Weil, also bei dem jetzt die reinen Bodycam-Sachen, die da gehostet werden, ja, diese Daten, also die Filme und so, sehe ich gar nicht als so problematisch. Das ist natürlich eine Firma, eine amerikanische Firma, aber solange die das auf deutschen Servern hosten und nirgendwo anders, unterliegt das ja der deutschen Gesetzgebung, also ist das quasi okay. Und ich sehe da einen großen Unterschied zu den anderen Webhost-Sachen, die die anbieten, weil dort es ist ziemlich klar, wer Zugriff hat auf diese Daten. Also wer die abfragen kann und also da gibt's Zuflüsse und Abflüsse und die sind total definiert, weil das sind keine irgendwelchen User, die da kommen. Im Gegensatz zu dem anderen Webhosting, wo ich halt drüber mal gesprochen hatte, ist, wo zum Beispiel Webseiten gehostet werden von Amazon oder auf Amazon Cloud. Und wenn du zum Beispiel eine Webseite hast, wo du Sachen verkaufst, ja, und wir gehen davon aus, dass Amazon sich auf alle Gesetze, an alle Gesetze hält und nicht in deinen Code guckt und nicht guckt, was da liegt. Also gehen wir mal davon aus, alles ist verschlüsselt und die sehen nichts, was du da auf deiner Cloud-Präsenz machst. Was sie aber trotzdem noch sehen und auch sehen müssen als Cloud-Provider-Hoster, ist alle Abflüsse und Zuflüsse, die du hast zu dieser Webseite, ja. Und da kommt ins Spiel, dass Amazon mit den Metadaten, die die daraus ziehen können, ja, also wie oft PayPal benutzt wird, wie oft welche Kreditkarte benutzt wird, also weil diese Anfragen sehen die ja, wohin die gehen, ne? Also die gehen ja von ihrem Server aus zu den anderen Servern von den Kreditinstituten, von PayPal, von der Lagerverwaltung, wenn die noch woanders ist oder und daraus können die quasi ein super Profil erstellen, ohne dass sie irgendwas Böses machen, also ohne dass sie was Ungesetzliches machen. Einfach, weil sie diese Daten haben, können sie das zusammenfügen. Und Amazon, wie ihr wisst, ist selber ein großer Online-Händler oder eine Plattform für viele Online-Händler. Die nutzen diese Daten natürlich auch, um sich zu verbessern. Wenn die sehen, was da für Produkte gut laufen, dann könnt ihr euch vorstellen, was Amazon dann tun wird. Die werden dann auch solche Produkte haben. Und genau, die wissen, welche Preise gut funktionieren. Also all das von den Metadaten. Und das sehe ich als großes Problem. Also ich würde keiner E-Commerce-Seite raten auf Amazon oder auch, ich würde denen raten, ihren eigenen Server zu haben, so dass nur die ihre Daten dort haben. Aber jetzt, um wieder zurückzukommen zu dem Bodycam-Ding, da ist ja klar, dass nur die Polizisten selber, also von ihren Zentralrechnern, wo auch immer die stehen werden, dort Zugriff haben. Da hat ja niemand sonst Zugriff. Da sind quasi für mich nur die normalen Probleme dort. Also wenn Amazon gehackt wird, ja, dann liegen die Daten quasi in der Cloud und können gestohlen werden. Aber da bin ich wieder auf der Seite von Amazon. Da Amazon das ja als Businessmodell benutzt und eine ziemlich große Firma ist, also ich glaube, Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt, werden die sich sehr, 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 sehr bemühen, dort die beste Sicherheit zu haben, die man halt für Geld kaufen kann. Weil wenn da irgendwas passiert, ist ihr Ruf riesig geschädigt. Also das wäre ein großes Fiasko für die. Und ja, also deswegen finde ich, ist das gar nicht so eine schlechte Idee, auch wenn das erstmal
also seltsam klingt. Aber jetzt, Herr Kubizil, bitte Ihr Rebuttal. Sagen Sie, was Sie denken. Mein Kopf ist leer, ich denke nicht. Ah, okay, na, das hat sich nicht viel geändert. Ja, wie immer halt. Mhm. Genau, also das war in der Tat eine Meldung, die doch einige Runden drehte, weil es ist natürlich zunächst erstmal ein bisschen verstörend, das zu hören, dass quasi diese Bodycam-Daten auf Amazon-Servern landen, weil das, was hier ja gemacht wird, ist, dass die Polizisten, was du schon sagtest, so kleine Kameras irgendwie auf der Schulter oder irgendwo anders tragen und ja, damit einfach bestimmte Einsatzsituationen filmen. Und das, also üblicherweise sind das ja hochsensible Daten, die da eben aufgezeichnet werden. Also dann ist natürlich ist ein bisschen unschön, wenn die irgendwo im Ausland liegen, auch noch jetzt im Nicht-EU-Ausland. Und also als ich das erstmal las, fand ich das doch auch erstmal sehr bedenklich. Und befremdlich. Und befremdlich, ja. Weil ich sag mal gerade, ja, Amazon ist natürlich eine sehr, sehr bekannte Firma, was du schon sagtest. Also macht sehr viel Business und nicht umsonst ist der Herr Bezos der reichste Mann der Welt. Aber es ist natürlich dann auch so, dass die Firma so gewissen Anforderungen nach US-Recht dann unterliegt. Das heißt, auch dort gibt es dann eventuell irgendwelche Gag-Orders und andere Sachen, wo die vielleicht Daten rausgeben müssen. Also das ist, wie gesagt, hielt's zunächst erstmal auch für ein bisschen problematisch. Allerdings, wenn man dann so ein bisschen die Pressemeldung genauer liest, hat sich so ein bisschen das bei mir verflüchtigt, diese anfänglichen Bedenken. Sofern, und da muss man wieder einschränkend sagen, sofern das, was da zu lesen war, stimmt und auch meine Annahmen stimmen. Also es ist halt schon so, dass es jetzt die genauen technischen Hintergründe natürlich ich jetzt in den Presseberichten nicht gefunden habe. Also was aber zunächst erstmal zu lesen war, dass die Bundespolizei die Daten auf den Servern verschlüsselt lagert. Das heißt, also Amazon hat im besten Fall auf die Daten gar keinen Zugriff. Da liegt also irgendein, ich sag mal, Binärmüll aus Sicht von Amazon. Ein Klumpen Daten und mit dem können sie nichts anfangen. Sie können sehen natürlich, das, was du schon gesagt hast, zu welchem Zeitpunkt sind die Daten da hochgeladen worden und zu welchem Zeitpunkt ist dann Zugriff erfolgt auf die Daten und wann sind die vielleicht wieder gelöscht worden. Aber das ist aus meiner Sicht jetzt zunächst erstmal unbedenklich, weil ich vermute, dass man da keine Verhaltensmuster daraus. Ja, sehe ich ganz genauso, weil die können ja auch, also wenn die jetzt quasi die einzelnen Polizisten das hochladen, könnte man dann wieder so ein Bewegungsprofil draus machen, quasi. Wenn jede Kamera quasi einzeln hochlädt und die wissen dann von wo nach wo und das sehe ich als problematisch, das sind wir wieder bei den Metadaten, ne? Also da könnte man das zuordnen. Aber auch damit könntest du gar nicht wirklich was anfangen, weil die werden ja dann verschlüsselt, ja. Und aber so wird's ja wahrscheinlich nicht sein. Also ich vermute, die werden das in, keine Ahnung, jeden Abend dann übergeben und dann wird das hochgeladen von Niederlassung Berlin, blablabla und so, wie auch immer. Also so als automatisches Sicherheitsbackup oder was, wie die das machen. Und deswegen sehe ich das genauso. Also ich glaube nicht, dass du damit, so wie ich es mir vorstelle, wir wissen es beide nicht, dass du damit irgendwas erreichen kannst, also ohne in die Daten direkt reinzugehen. Also wenn es jemand von euch was Genaueres weiß oder auch Hinweise zu anderen Quellen hat, würde man uns das sehr freuen, da ein bisschen was mehr zu lesen und zu erfahren. Aber auch selbst wenn der einzelne Polizist und die Polizistin das hochlädt, ich sag mal, ist dann hoffentlich nur die IP-Adresse der Person damit verbunden. Und ich meine, damit kann man zwar dann das ein bisschen weiter auflösen, aber auch da sehe ich kein Problem. Also sozusagen sowohl für den Betroffenen des Einsatzes wäre hier kein Problem aus meiner Sicht. Also immer unter der Voraussetzung, die Verschlüsselung funktioniert richtig. Also und auch sozusagen für die Einsatzkräfte selber sehe ich jetzt auch kein Problem. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was du dann sehen könntest, ist, dass du quasi siehst, was für ein Einsatzplan der hat, also dass er irgendwie 3 Tage da gearbeitet hat und 3 Tage da, also wenn du jetzt davon ausgehst, dass jeden Tag quasi mitgefilmt wird und dann wird das gespeichert, also das wäre das Einzige, dass du den Dienstplan dieser IP sehen würdest, was da passiert ist. Aber auch hier gehst du ja davon aus, dass du quasi immer dieselbe Kamera hast.
Genau, es kann ja sein, dass sie die abends einfach alle in einen großen Korb reinwerfen und früh sich irgendwie einen rausnehmen. Und ich glaube auch nicht, dass das einzelne Kameras sein werden, sondern dass das eben irgendwie gebündelt dann, keine Ahnung, wie gesagt, keine Ahnung, Polizeistation Jena, Polizeistation Berlin, dass die dann gebündelt, also dass ich werde nicht jede einzelne Kamera da hochladen. Also weiß man nicht, ich glaube es aber nicht. Na, vielleicht wird das alles abends auf so eine Diskette gespielt und dann werden die Disketten an Amazon geschickt. So eine 5¼ Floppy Disk. Genau, genau. Ein paar davon. Oder es wird auf CD gebrannt. Kann auch sein, dann schicken sie es mit der Brieftaube. Ja, genau. Das. Ich meine, übrigens, Amazon ist ja in der Tat so, dass die große Datenmengen nicht übers Internet übertragen. Ach ja? Okay. Sondern die schmeißen die auf den Lastwagen und fahren die an einen anderen Standort und dann bauen sie da wieder ein. Die Datenübertragungsrate ist dann höher. Aha, okay, wusste ich nicht. Ja, also ich meine, gut, da geht's aber halt dann um Mengen, die irgendwo um Terabyte. Terra, sonst die beiden. Genau. Okay. Und das ist halt, also es ist wirklich schneller, sozusagen die Festplatten auf, ich sag mal, in ein größeres Auto reinzuladen, die rüberzufahren und dort dann wieder einzubauen. Stimmt auch. Also wenn du es jetzt so richtig überlegst, stimmt das auch. Das wissen wir selber. Wir wissen alle, wie lange sowas dauert, so ein Download oder irgendwas. Genau. Und ich meine, in Deutschland müsste man dann schon ab der Größe Megabyte vermutlich anfangen, auf diese Technik umzuschwenken. Könnte vielleicht bei Kilobyte, ja, okay. Kilobyte geht vielleicht noch. Ja, gerade so. Ja, also sozusagen, der Punkt ist natürlich jetzt schon so, ich meine, es wird auch in den Berichten betont, dass Amazon haben eine BSI-Zertifizierung, die Dienste, also haben also sozusagen auch hier klar gemacht, dass also eine ordentliche Datensicherheit vorhanden ist. Und die Bundespolizei auf der anderen Seite scheint eben auch sich Gedanken gemacht zu haben, hat die Daten verschlüsselt und nur verschlüsselt hochgeladen. Also da ist also auch sozusagen ein Schutz davor. Und was bei diesen Diensten dann hin und wieder vergessen wird, ist, dass diese Buckets, diese Speicherbereiche einfach abgeschalten werden und nicht gelöscht werden. Und da ist eben auch sozusagen der Punkt Verschlüsselung hier enorm wichtig. Also wenn jetzt sozusagen die Person bei der Bundespolizei jetzt sozusagen einfach einen der Server ausknipst, dann ist es unter Umständen, kann man den sozusagen noch von der Ferne erreichen. Gibt es also so einige interessante Techniken, auch wie man sozusagen so verlorene Buckets da aufrufen kann und Zugriff kriegen kann. Und selbst wenn es also ein Fremder hier Zugriff kriegt, könnte die Person mit den Daten nichts anfangen. Unter der Voraussetzung, die Verschlüsselung funktioniert halt ordentlich. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es einfach ein gängiges Verfahren verwenden, was so leicht nicht zu brechen ist. Also insofern ist das erstmal also von der Ebene her aus meiner Sicht unkritisch. Das, was ich natürlich sozusagen für mich als Problem sehe, ist, dass man jetzt so eher vielleicht auf einer Metaebene Amazon einfach das Geld in den Rachen steckt. Also ich meine, Amazon ist schon in den USA ein sehr großer Anbieter für auch militärische Dienstleistungen, also CIA und wie gesagt Militär und andere Dienstanbieter. Insofern könnte man vielleicht argumentieren, passt die Bundespolizei da gut ins Bild rein. Aber wie gesagt, es ist immer noch Amazon. Und Amazon ist so eben einfach eine Firma, die sehr viel an Einzelhandelsgeschäft mit innehat. Also man kennt ja das als Endanwender, wenn man auf die Webseite geht. Und auf der anderen Seite betreiben die einen sehr großen Teil der Infrastruktur im Internet. Und daher kommen natürlich auch die Umsätze. Und auf der anderen Seite ist Amazon halt eine Firma, die sehr wenig bis gar keine Steuern bezahlt. Und da muss ich auch wieder sagen, so gesamtgesellschaftlich gesehen und auch als Staat, frage ich mich, warum soll ich einer Firma Geld geben, die sozusagen am Ende... Und das ist ja in dem Fall sogar Steuergeld, was sie nicht bezahlen. Genau. Die sozusagen auch den Staat letztlich aktiv schädigt, würde ich mal sagen, in dem Sinne, dass sie halt keine Steuern bezahlen. Und dann hat Amazon noch diverse andere Probleme. Und insofern würde ich sagen, also aus der Sicht finde ich es sehr kritikwürdig, weil es durchaus in Deutschland auch große Anbieter gäbe, denen man das anvertrauen könnte. Ja, also das, was ich auch nicht so ganz verstehe, die brauchen ja quasi wirklich nur ein Lager für ihre Daten und das halt bundesweit. Und das ist, also das gibt's garantiert auch in Deutschland. Also das, ich verstehe ist das auch nicht, ne? Also Verschlüsselung ist, also da hat Amazon jetzt auch nichts Neues erfunden und so. Die sind einfach nur die Größten am Platze und haben denen wahrscheinlich ein gutes Angebot gemacht, was uns aber wieder auf die Füße fällt, weil die halt eh keine Steuern bezahlen damit. Also du hast da absolut recht. Also da bin ich auch, ich glaube nicht, dass es problematisch ist, genauso wie du. Aber es ist einfach nicht, ethisch ist es ein bisschen problematisch. Das ist das Problem. Genau. Und ich meine,
Es gibt ja natürlich dann wieder den Nerd-Ansatz, zu sagen, warum soll man das überhaupt andere machen lassen, wir machen das selber. Mhm. Keine Ahnung, stell im Keller einen Linux-Server auf und da hängen wir zwei USB-Festplatten dran und dann ist alles gut. Mhm. Oder ich meine, das ist jetzt vielleicht so eine extreme Darstellung, aber selbst wenn man sagt, es gibt auch bei der Bundespolizei eine Handvoll Admins, die betreiben den Server, da wäre jetzt mein Gefühl zunächst erstmal, dass das dort das Risiko schon höher ist auf Datenverlust und andere Probleme, wie jetzt bei so einem Anbieter wie Amazon. Also ich denke schon, dass die Bundespolizei gut dran tut, da hier das auszulagern und dann auch externe Kompetenz zu nehmen. Aber ich persönlich würde mir wünschen, dass man einfach eine deutsche oder eine europäische Firma nimmt und also auch entsprechend darauf achtet, dass es also jemand ist, der, ich sag mal, sich hier auch im sozialen Sinne ein bisschen wohl verhält. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Also ich finde das einfach eher ethisch, das Problem. Aber ich sehe absolut genauso wie du, die sind einfach nur mal die Platzhirsche und so. Und das ist nicht ohne Grund. Und die haben sich da auch was erarbeitet und so. Also ich verstehe das gut. Aber es ist halt, ja, es wäre irgendwie besser, das in Deutschland zu lassen. Auch das Geld jetzt dafür. Genau. So ist es. Aber ich meine, auf der anderen Seite könnte man natürlich hier auch wieder ins Feld führen, die diversen kläglich gescheiterten IT-Projekte. Oder ich meine, vermutlich wird das zweitteuerste Gebäude der Welt noch eine Rolle mitspielen. Kennst du es nicht? Nee. Zweitteuerste Gebäude der Welt, was könnte das sein? Steht in Deutschland als Tipp. Flughafen Berlin? Jawohl. Richtig, also es gibt so, also auf Wikipedia so eine Liste der teuersten Gebäude der Welt und der Flughafen Berlin ist auf Platz 2. Wird bald von der Kreuzfahrt überholt. Zu Wasser, zu Land und der Luft, wir sind die teuersten. Genau. Dann kann der Flughafen die Segel streichen. Auf jeden Fall. Weiß. Auf jeden Fall, genau. Ja, also wie gesagt, ich meine, um die Fragen konkreter zu beantworten, müsste man halt noch ein paar technische Details kennen. Also insbesondere der Punkt Verschlüsselung kann halt hier viel heißen. Also und wenn das halt irgendeine 0815 Verschlüsselung ist, die leicht zu brechen ist, dann kann man sagen, dann liegen die Daten im Klartext und dann ändert sich auch die Betrachtung natürlich komplett. Aber wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass die Daten auf der Kamera oder bei dem absendenden Gerät verschlüsselt werden und dann hochgeladen werden, würde ich sagen, ja, ist es also auch vor Zugriff von Fremden einfach geschützt. Genau. Also davon können wir nur ausgehen im Moment. Das können wir nur hoffen. Mhm. Sagen wir es mal so. Es gab noch eine zweite Meldung. Soll ich mal in unser Pad reinklicken? Ja, klick mal. Also wir haben doch heute unseren gemeinsamen ehemaligen Geschäftsführer getroffen und haben kurz mit ihm darüber gesprochen. Aha. Da ging es darum, um die, also ich sage mal das, was mir so, die Upload-Filter quasi. Also das Gesetz zum Urheberrechtsschutz. Was jetzt, ich muss gestehen, ich weiß da relativ wenig, deswegen würde ich das einfach nur anreißen und hoffe auf dein Wissen darum. Also, kannst du dazu was sagen? Ich kann dazu versuchen, was zu sagen. Ich weiß nicht, ob es was Intelligentes ist, aber... Ja, das lassen wir mal die Hörer dann entscheiden. Genau. Nee, also es geht um die Urheberrechtsreform, die jetzt gerade größere Wellen schlägt in der öffentlichen Diskussion. Ja, und da gibt es natürlich insbesondere die Diskussion um die Artikel 11, zum Teil 12 und auch 13. Also 13 ist so das, was am meisten hier kritisiert wird. Und ja, genau, die Person, die wir da trafen, da hatten wir auch sozusagen nur das Thema so kurz angeschnitten. Wir hatten nur gesagt, dass wir über Internet-Dinge reden und wuff, oh, redet ihr auch darüber. Ja, genau, also, genau. Genau, deswegen wollten wir das jetzt mal nennen. Richtig, also das ist also diese Urheberrechtsreform ist etwas, was demnächst ansteht zur Abstimmung im Europäischen Parlament. Und ja, was natürlich jetzt schon verschiedene Hürden genommen hat, also gab also irgendwelche Vorabstimmungen und Vorverhandlungen und sozusagen die letzte Stufe sozusagen ist die Abstimmung im Europäischen Parlament und dann, wenn das Europäische Parlament da Ja sagt, dann ist diese Richtlinie angenommen und das würde dann bedeuten, dass der nationale Gesetzgeber, also jetzt Deutschland und andere Länder, das in lokale Gesetze quasi überführen müssen. Also
Und es ist zu erwarten, so wenn man sich die Verhandlungen anguckt, dass das sehr, sehr schnell gehen wird, dass daraus auch lokale, Bundesgesetze werden. Das würde ich erwarten. Also ich würde auch erwarten, dass quasi das Gesetz mehr oder weniger schon in der Schublade liegt. Das heißt, wenn diese Urheberrechtsreform abgeschlossen wird, wird es sehr, sehr schnell quasi einen Gesetzesvorschlag geben. Und jetzt der Knackpunkt war, dass quasi die Internet oder die Plattformbetreiber verpflichtet sind, Urheberrechtsverstöße zu ahnden. Und also ich sage jetzt einfach mal das, was ich noch so in Erinnerung habe. Ich habe mich nicht ganz darauf vorbereitet, aber und das können die quasi nur machen, wenn sie das automatisieren. Und da sind wir bei dem Upload-Filter. Und das heißt, wenn die quasi allen der soll ja hauptsächlich Sachen, die schon irgendwo ein Copyright haben, dann rausfiltern. Jetzt könnte das, also weil das sind ja blinde Algorithmen, sag ich mal, die das filtern oder Filter, und die können dann nicht unterscheiden zwischen einer Satire, wir haben uns heute unterhalten, zwischen Material, was nochmal aufgearbeitet wurde, was eben ein bisschen verfremdet wird und so. Also die das ist halt schwer, sowas in eine Gesetzesform oder in eine Form zu pressen, wo man sagen kann, wo fängt künstlerische Freiheit an und wo hört sie auf? Ja, weil man darf ja Sachen remixen, wenn man sich darauf bezieht, dass das von dem Künstler ist und ich habe da was Neues draus gemacht, ja. Und das kann das, oder das ist scheinbar für mich das größte Problem, mit dem, wenn dieses Gesetz durchkommt, dass solche Upload-Filter quasi vorgeschrieben werden und dann eben viel Content rausgefiltert wird, der gar nicht damit, also der eigentlich anders gedacht ist, also der jetzt kein Copyright-Infringement ist. Ende meiner Ausführungen. Bitte, okay. Bitte sprechen Sie jetzt, Herr Kubizil. Ja, also ich sag mal, das was du, worauf du gerade rekurriert hast. Oh. Das muss ich jetzt selber mal nachgucken, das Wort. Rekurriert, das habe ich noch gar nicht gehört. Nee. Hatte ich erst vor kurzem wieder gehört. Der Herr Kubizil, der lässt genau, also wenn ich mal intellektuell wirken will, streue ich einfach so zufällig das Wort ein und dann Das tangiert mich nur peripher. Ah, okay. Okay, gut, ja, rekurriert, muss ich direkt mal nachgucken. Mach das. Nee, also das, was du eben angesprochen hast, ist so das, was unter dem Stichwort Artikel 13 diskutiert wird, was auch eben natürlich in dem Artikel 13 der Richtlinie drin steht. Und das ist letztlich so die Forderung oder der, ja, also erstmal der Punkt, dass jetzt sozusagen diese Provider, also wird hier ein neuer Begriff geschaffen, der heißt Online Content Sharing Provider. Mhm. Also wenn wir jetzt am Beispiel von YouTube mal erzählen, quasi die sind verpflichtet, jegliche Inhalte zu prüfen, also wenn die hochgeladen werden, dass da keine urheberrechtlich geschützten Inhalte dabei sind. Mhm. Es ist, also zunächst mal ist es auch jetzt schon so, wenn jetzt zu YouTube gehst und sagst, hier, da ist eines von meinen Videos da drin, dann löscht YouTube die, also wenn sie sozusagen davon Kenntnis erlangen. Und YouTube hat jetzt schon lange, weil diese Diskussion ja schon eine ganze Weile geht, ein System entwickelt, was eben in der Tat auch schon beim Hochladen das erstmal versucht zu erkennen. Mhm. Und das heißt Content ID. Und rechte Inhaber sozusagen, die können jetzt sozusagen zu YouTube gehen und sagen, ist mir egal, wenn das Video hochgeladen wird, dann lass es hochladen und wenn die Umsätze machen, will ich hier Kohle haben davon. Mhm. Oder kannst auch sagen, nee, ich will das gesperrt haben oder was auch immer. Also das System quasi existiert in einer gewissen Art und Weise schon mal bei Google, die haben das quasi schon implementiert. Mhm. Was aber jetzt erschwerend hinzukommt durch diesen Artikel 13 in Verbindung noch mit ein paar anderen Punkten ist, dass YouTube jetzt quasi haftbar gemacht wird. Also sozusagen jeder illegale Content, der da hochgeladen wird, für den haftet Google oder eben auch jeder andere von diesen Anbietern. Also jetzt auch, wenn ich jetzt an unseren kleinen Verein denke, Nextbase, wir betreiben zum Beispiel ein Wiki. Mhm. Und so eine Wiki-Seite lebt halt auch vom Mitmachen. Mhm. Und da kann man halt jetzt auch Sachen hochladen. Und so, jetzt könnte man auch irgendwie ein
schon mal eine Audiodatei hochladen oder eine Bilddatei. Und dann wären wir als Verein dann auch erstmal dran. Mhm. Und ich meine, es gibt jetzt hier, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, so ein paar leichte Ausnahmen. Also gerade weil es ein Wiki ist, also sagen so Wikipedia-ähnliche Inhalte, mhm, sind ausgenommen. Aber es ist jetzt, müsste man den Text nochmal genau lesen. Es kann sein, dass wir mit etwas Glück uns darum diskutieren können als Verein, aber mhm, YouTube, wie gesagt, ist dabei. Das heißt, YouTube muss quasi beim Upload prüfen, mhm, und bei jedem Upload jetzt prüfen, und ob da irgendwelche geschützten Inhalte dabei sind. Und wenn denen quasi irgendwas durch die Lappen schlüpft, mhm, und das ist dann sozusagen abrufbar, dann haben die natürlich ein Problem. Mhm. Weil sie dann eben gleich mit in der Haftung mit sind. Und dann, okay, kommen natürlich die netten Verlage und andere Rechteinhaber und sagen, hallo YouTube, ihr habt da was, und mhm, bitteschön. Mhm. Und das betrifft also sozusagen alle Plattformen. Es gibt so in der überarbeiteten Variante ein paar Punkte, wo du ausgenommen bist. Also wenn du, ich glaube, also müsste jetzt nochmal genau reingucken, aber ich glaube, wenn du über 10 Millionen Umsatz machst pro Jahr, wenn du mehr als 5 Millionen Nutzer hast, oder wenn du weniger als 3 Jahre, also weniger als 10 Millionen Umsatz, weniger als 5 Millionen Nutzer oder weniger als 3 Jahre am Markt bestehst, mhm, dann bist du da ausgenommen. Okay. Aber sozusagen, wenn diese Bedingungen halt nicht mehr gelten, dann bist du halt dabei. Mhm. Okay. Und ja, also, und das heißt jetzt sozusagen, wenn ich jetzt mal an das Vereinsbeispiel mal ein bisschen weiter treibe, ist es ja so, unser Verein, den gibt es jetzt schon etwas länger. Das heißt, eine der Bedingungen greift jetzt hier. Und wir müssten jetzt sozusagen, also in Richtlinie ist ungefähr formuliert, die besten technischen Möglichkeiten nutzen, damit keine Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Okay. So, jetzt können wir auch sagen, gut, wir sind jetzt Hacker, wir hacken uns da irgendwie einen Content, also einen Upload-Filter zusammen, und dann, mhm, ist alles gut. Das könnte vielleicht hier funktionieren, aber ich sag mal, ein normaler Betrieb da draußen, mhm, wird das natürlich nicht kennen. Der kann nicht irgendwie Programmierer einstellen und sich dann so einen Upload-Filter programmieren lassen. Außerdem ist das halt, also ich verstehe, trotzdem ist es für mich immer noch ein bisschen zu schwammig, die ganze, ja, Geschichte. Okay, sorry, geht noch weiter, bin ja noch nicht fertig. Okay, ja. Das heißt, was wird denn die Firma dann machen? Also wie gesagt, mhm, sie können jetzt sich Programmierer engagieren und sagen, wir brauchen von euch einen Upload-Filter, programmiert, mhm, den uns mal. Mhm. Oder aber, und das nehme ich an, das steht die dann schon eine... Genau, gibt es, mhm, nämlich dann eine große Firma, die so ein Content-ID-System hat, mhm, die sicherlich dann ein günstiges Angebot hat und sagt, liebe kleine Firma da draußen, möchtest du unser Content-ID-System vielleicht verwenden? Wir hätten da schon was in petto, mhm, bitte nutzt es doch was. Und dann, ich weiß nicht, wie Google das Angebot aufziehen wird, aber vielleicht ist es für kleine Firmen kostenlos und große, mhm, Firmen müssen was bezahlen. Mhm. Letztlich ist es wieder so, dass das dann alle, die jetzt so eine Plattform haben, am Ende wieder zum großen Anbieter gehen, also zu Google, mhm, zu Amazon, zu Facebook, zu irgendeinem, mhm, anderen Anbieter, und die haben irgendein System, also Google hat mal gesagt, die haben mehrere Millionen US-Dollar investiert in das System, mhm, in die Entwicklung, mhm, und dennoch macht das Fehler, also es ist dennoch nicht perfekt, das ist auch wieder so ein Problem, aber du hast auf einmal so eine Zentralisierung, du hast wieder wenige Anbieter, also was dieser Punkt aus meiner Sicht macht, ist wieder Google, Amazon und andere Firmen einfach stärken, mhm, und das ist etwas, was ich schon mal völlig unverständlich finde. Also, mhm, und das ist sicherlich nicht das erklärte Ziel, aber wie soll es denn anders sein? Und welche Firma hat jetzt mal Geld, ein paar Millionen Euro in die Hand zu nehmen, so einen Upload-Filter zu entwickeln? Das wird halt schwierig werden. Also das, mhm, geht, also sozusagen die Platzhirsche, die großen Firmen, also allen voran Google vermutlich, werden hier einfach davon profitieren. Und dann hast du jetzt, wenn das eben wirklich so käme, den Punkt, dass du auf einmal eine zentrale Infrastruktur hast. Also sozusagen jegliche Uploads gehen über Google Server oder, mhm, gehen über Amazon Server, mhm, und so weiter. Das heißt, auf einmal sozusagen hast du eine sehr zentrale Struktur und zwar auch eine sehr zentrale Filterstruktur. Das heißt, bevor der Veröffentlichung wird jedes einzelne Video, jetzt wenn wir an Google denken, mhm, angeguckt, geprüft und eventuell abgelehnt. Und wenn wir dann mal ins Grundgesetz schauen, mhm, und auch in andere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, gibt es da so einen schönen Paragraph oder einen Artikel, erstmal im Grundgesetz, der heißt, eine Zensur findet nicht statt. Mhm. Und dann hat es irgendwann, haben die Gerichte mal geurteilt und haben gesagt, Zensur im Sinne des Grundgesetzes ist es eine sogenannte Vorzensur. Mhm. Das heißt, also vor der eigentlichen Veröffentlichung findet quasi eine Kontrolle auf den Inhalt statt und dann entsprechend wird aussortiert. Und wenn man das jetzt mal sozusagen auf den Upload-Filter anwendet,
ist das aus meiner Sicht genau die Definition von Vorzensur. Mhm. Das heißt also, was hier gebaut wird, ist eine Zensurinfrastruktur. Mhm. Und die sicherlich in Teilen schon existiert und die dann eben durch diese Richtlinie ausgebaut werden wird. Und das ist natürlich aus meiner Sicht ein großes Problem, weil Zensurinfrastruktur will man nicht. Und dann kann man mal so ein bisschen in so neue geplante Richtlinien gucken. Mhm. Und da stellt man dann auf einmal fest, da gibt's also in der Tat schon eine andere Richtlinie, die so ein bisschen in der Mache ist, die nämlich sagt, Mensch, wenn es da so Upload-Filter gibt, also wir hätten da so ein Interesse dran, bestimmte Inhalte nicht mehr ins Internet laden zu lassen. Diese Richtlinie dreht sich momentan um terroristische Inhalte, also wo natürlich alle sagen, ja, oh, Terror und so weiter, wollen wir nicht. Also die ist sicherlich sehr zustimmungsfähig, aber was kommt denn danach, weißt du? Also, naja, für mich, ja, okay, du bist noch nicht fertig, aber genau, das ist immer, wenn das dann einmal in place ist, also wenn das einmal eingeführt wurde, dann kann man das immer weiter spinnen und wir wissen nie, welche Regierung wir irgendwann mal haben werden und dann kann das, okay, jetzt hier, keine Ahnung, Schwulen- und Lesben-Community, keine Ahnung, passt jetzt gerade nicht mehr oder das passt nicht mehr und so, also genau, wenn das hört dann einfach nicht auf, wenn das einmal, wenn einmal diese Tür aufgestoßen ist, ja, ich wäre da auch absolut dagegen und vor allen Dingen dieses Automatismus, also diese Vorzensur, was du jetzt gesagt hast, ist schon mal, also andersrum, der Mensch muss, um sich zu bilden, auch mit Sachen konfrontiert werden, die kontrovers sind, die nicht passen, die nicht schön sind und nicht nur in seiner Bubble da verharren und nur das hören, was er hören will und sich bestätigt fühlen. Also das würde quasi absolut konträr dem laufen, dass der Mensch eine denkende Person ist, die sich weiterbilden kann und die auch sich mit anderen Ansichten und Dingen auseinandersetzen kann. Also ich bin da absolut gegen Zensur. Es gibt viele Dinge, die sind schlecht und keine Ahnung, also es gibt hier, keine Ahnung, wenn jetzt hier Filme und Pornografie und so, da sind wir ja schon, das ist okay jetzt, Gewaltverherrlichung und sowas, aber wenn wir nicht mal über Themen reden können, die kontrovers sind, ja, dann ja, also dann wären wir hier so eine verweichlichte Gesellschaft, wo wir nur noch über die Dinge reden dürfen, die von allen, von der Allgemeinheit als gut und uploadwürdig befunden werden. Und das ist, also quasi, wir machen uns so ein Utopia im Internet. Ich denke, es hat gar nicht mit verweichlicht zu tun, sondern es ist ein Machtinstrument. Weißt du? Es gibt dann eine Person, die sozusagen die Macht hat zu bestimmen, wer darf was sehen und wer darf was nicht sehen. Und das darf aus meiner Sicht einfach grundsätzlich nicht sein. Sondern ich möchte als Bürger einfach das Recht haben, auf alle möglichen Inhalte zuzugreifen. Mhm. Und wenn irgendwas klar gesetzeswidrig ist, dann muss es halt irgendwie raus, muss es irgendwie anders dagegen vorgegangen werden, aber grundsätzlich darf es sowas nicht geben. Also nicht umsonst, ich meine, steht auch im Grundgesetz, eine Zensur findet nicht statt, finden das in anderen auch ähnlichen Regelungen. Und wenn man sich so die Geschichte der Zensur mal anschaut, das ist, war immer ein Macht- und Herrschaftsinstrument. Mhm. Und absolut. Auch in den anderen Ländern, wo es sowas gibt, geht es halt immer noch darum, der Bevölkerung gewisse Informationen vorzuenthalten und die halt auch sozusagen ein bisschen auf Systemlinie zu halten. Genau, und zahm und dumm zu halten. Genau, und deswegen ist halt so etwas entsprechend abzulehnen. Mhm. Ja, bin ich absolut dafür. Also bin ich absolut dafür, jetzt genau. Abzulehnen. Du arbeitest schon an deinem ersten an der Zensurmaschine. Genau, also das ist sozusagen so im Kern der Artikel 13, also diese Upload-Filter, die sind an sich schon problematisch. Jetzt sozusagen, wenn ihr euch damit ein bisschen beschäftigt habt, kann man natürlich einwenden, also YouTube hat jetzt sozusagen die Möglichkeit, keine Upload-Filter einzusetzen. Also mit der sozusagen neuesten Variante ist das ein bisschen aufgeweicht, sondern jeder Online-Content-Sharing-Provider müsste dann wiederum mit jedem anderen Rechteinhaber einen Vertrag, also eine Lizenz vereinbaren. Mhm. Und sag mal, im Falle von Google, also von YouTube, ist das vermutlich etwas, was möglich ist. Mhm.
Aber wenn ich der Verlag Heinz Müller aus Jena bin und will erstmal die halbe Welt abtelefonieren und da Lizenzverträge ausmachen, also bis ich überhaupt in den Punkt komme, wo ich als Verlag dann Geld verdiene und kenne Leute vor meiner Tür stehen und mich abmahnen wegen irgendwelcher Lizenzverletzung, dann ist das wieder vorbei. Also sozusagen, wie gesagt, für die Großen ist wieder eine Stärkung der großen Firmen natürlich und für alle Kleinen, die können quasi von vornherein einen Laden zumachen oder müssen einen Upload-Filter einsetzen und auch der, den können sie letztlich nicht selber programmieren, sondern müssen dann wieder zu irgendjemand anderem gehen. Also das ist ein sehr unschönes Problem. Und dann, also das war eigentlich so, eigentlich hätte man sozusagen mit Sicht auf den Spannungsbogen darauf hinarbeiten müssen. Auf den, wir haben vorbeigebogen. Wir haben quasi vorbeigebogen. Also was sozusagen auch problematisch ist, was manchmal ein bisschen zusammengenannt wird, ist der Artikel 11. Also die Richtlinie selber besteht natürlich aus vielen Artikeln. Also diese Definition zum Beispiel von diesem Online-Content-Sharing-Providern ist ganz vorne natürlich, wo es überhaupt um Begriffsdefinition geht. Und dann sind auch noch andere Sachen mit geregelt. Aber sozusagen die kritischen Punkte sind 11, 12 und 13 aus meiner Sicht. Und der Artikel 11 will letztlich so dieses Leistungsschutzrecht europaweit etablieren. Okay, was ist das Leistungsschutzrecht? Und das ist eine Sache, die wir in Deutschland schon haben. Und kennen und die auch, ich glaube, Spanien schon vor einiger Zeit mal eingeführt hat. Und Leistungsschutzrecht, da dem liegt die Idee zugrunde, dass es auch wieder Google ist ja böse in allen Sachen quasi. Do no evil, oder? Nee, davon haben sie sich schon lange verabschiedet. Ach so, okay, diesen Spruch gibt es bei Google nicht mehr. Ach so, schade eigentlich. Ja, es ist... Ja? Warum auch immer. Also sozusagen, es gibt ja Google News. Und es, scheinbar gibt es da viele Leute da draußen, die zu Google News gehen, suchen nach irgendwelchen Zeitungsartikeln oder nach irgendwas anderem. Und Google News zeigt dann quasi die Überschrift an und so einen kurzen Snippet aus diesem Artikel. Genau, ja. Und damit verdient Google News letztlich Geld. Und da haben irgendwann die Verlage gesagt, das geht ja wohl nicht. Wie kann das sein? Was erlaube ich Drones? Und da haben sie gesagt, da müssen wir was dagegen tun. Gibt also dann ein Leistungsschutzrecht, unsere Leistung muss geschützt werden. Und wenn Google auf uns verlinkt, muss halt Google Geld an uns bezahlen. Es kann ja nicht sein, dass Google allein hier Geld verdient. Und dann gab es halt auch in Deutschland längere Zeit Diskussionen und dann ist das Gesetz verabschiedet worden. Und sozusagen quasi Google sollte letztlich da verpflichtet werden, auch sich da zu beteiligen. Und Google hat gesagt, naja, warum soll ich das machen? Also dann, wenn das so ist, dann mache ich halt sozusagen den Google News Deutschland aus, beziehungsweise mache die Verweise zu diesen Zeitungen weg und dann werden eben nur noch andere Zeitungen angezeigt, wo dieses Leistungsschutzrecht eben nicht gilt. Das ist im Falle von Spanien so gemacht worden und auch im Falle von Deutschland. Und dann haben die Verlage gesehen, wo sind denn unsere ganzen Umsätze hin? Es kommt gar niemand mehr auf unsere Seiten geklickt. Und sind dann halt ganz schnell zu Google und gesagt, also Google, wir würden mit euch einen Vertrag machen, würden von euch mit euch quasi eine kostenlose Lizenz abschließen, dass ihr weiter sozusagen das macht und so ist es dann auch gekommen. Also sozusagen mit den großen Verlagen hat jetzt Google wiederum eine Lizenz, dass quasi sie kostenlos da das machen und deswegen gibt es in Deutschland keine Einschränkung. Da also sozusagen dieses Leistungsschutzrecht hat nicht funktioniert, weil für Google ist es ein einfaches zu sagen, okay, dann machen sie halt die Links raus. Und gut ist. Und dann sozusagen die einzigen, die hier verlieren, sind die Verlage, weil eben denen weniger Besucher dann reingespielt werden und damit die meisten verlieren sie halt Umsätze. Einfach mal Google, um zu suchen. Und insofern ist das eigentlich dämlich. Und es in Deutschland hätte schon längere Zeit dieses Leistungsschutzrecht evaluiert werden müssen. Also man hätte, also im Gesetz steht drin, dass die sich quasi angucken sollen, war das Gesetz erfolgreich, müsste man das nochmal modifizieren und so weiter. Das wird vielleicht findet es gerade statt, ist die optimistischere Darstellung vermutlich. Also genau weiß ich nicht, warum es noch nicht evaluiert worden ist. Es ist also offen. Also auf jeden Fall kann man aber sagen, dass dieses Leistungsschutzrecht auch in Deutschland und auch in Spanien Schlag ins Wasser gewesen ist. Und das soll jetzt halt europaweit eingeführt werden. Also quasi ein Gesetz, was nachweislich nicht funktioniert, soll europaweit eingeführt werden. Ja, weil in Deutschland war es so erfolgreich, in Spanien war es so erfolgreich. Perfekt, okay. Okay, gut. Also das ist halt eben auch etwas, was also mindestens dämlich ist. Und ich sag mal, wie gesagt, bei den großen Verlagen, da wird dann wieder wird es wieder eine Vereinbarung geben, aber ob Google das mit jedem Verlag macht, weiß man nicht.
Ja, und sozusagen so ein kleiner, leiser Aufschrei kommt jetzt eher von den Autoren, Autorinnen und Autoren. Also, sag mal, ich habe ja auch vor vielen Jahren mal ein Buch geschrieben. Mhm. Und was ja gemacht wird, wenn du so ein Buch schreibst, was? Mir fällt gerade ein schöner Witz ein. Ich habe auch mal ein Buch geschrieben und dann habe ich es verlegt, aber nach 2 Jahren habe ich es wiedergefunden. Genau. Okay, gut, sorry. Na, und ich habe 2 Bücher auf einmal geschrieben. Aha, und eins verlegt und das andere hast du... das erste und das letzte. Ah, sehr gut. Nee, stimmt nicht ganz, also... aber um jetzt mal bei irgendwelchen alten, Witzen... Ich halte mich zurück. Genau. Ja, also bei diesem Artikel 12, der dreht sich so ein bisschen um die Autorinnen und Autoren, die, also jetzt wieder Beispiel in Deutschland, gibt's die VG Wort. Das heißt, wenn jetzt ein Buch verkauft wird, werden da diverse Abgaben erhoben. Mhm. Und ein Teil dieser Abgaben nimmt die VG Wort an sich. Und am Jahresende, also man kann es schon als Autor bei denen melden. Mhm. Also geht interessanterweise auch bei Webseiten. Also wenn man eine Webseite hat, wo man viel Text schreibt, kann man so einen Zählpixel einbauen. Und wenn man eine gewisse Grenze dann überschritten hat, kriegt man halt von der VG Wort auch ein bisschen Geld. Und wie gesagt, wenn man Bücher verkauft und so weiter, kann man sich anmelden und dann wird registrieren. Und dann kann man sich dann irgendwann freuen und kriegt dann halt von denen irgendwie Geld überwiesen. Und irgendwann bekam ich von der VG Wort mal so ein Schreiben, wo drin stand, ja, bestimmte Beiträge sind einbehalten worden, weil es da irgendwie ein Gerichtsverfahren gibt und wir warten erstmal den Ausgang des Gerichtsverfahrens ab und deswegen ist da irgendwas. Okay. Und damals, ich meine, habe ich das einfach so für mich hingenommen, habe gesagt, okay, irgendwas wird das sein. Musst halt warten, bis du deine Kohle kriegst. Mhm. Und dann, ich glaube, im Jahre 2016 war es dann so, dass dann dort das Urteil gefällt worden ist. Also bei der VG Wort war es wohl so, dass die von diesen Gebühren, die eingenommen haben, die haben quasi die große Gebührenschere angesetzt und haben da so ein bisschen in der Mitte quasi das durchgeschnitten und haben gesagt, also wir behalten hier mal ein bisschen was für uns, ein bisschen was zahlen wir dann aus an die Autoren und sozusagen das Stück, das behalten wir mal für uns. Darum ging es halt sozusagen in diesem Urteil vom BGH. Und da hat der BGH gesagt, das ist also nicht in Ordnung, sondern die Autoren müssen quasi letztlich so eine volle Ausschüttung kriegen. Ich vereinfache es mal hier so ein bisschen. Und seitdem ist es halt so, dass die Autoren quasi hier einfach auch ein bisschen mehr kriegen. Und ja, wenn man schon mal so eine Urheberrechtsrichtlinie macht, weißt du, dann könnte man sich ja diese alte Praxis da wieder reinschreiben und sagen, okay, wir werfen in den Artikel 12 mal so eine Regelung von der großen Gebührenschere rein und behalten dann ein bisschen was für uns und ein bisschen was geben wir aus. Also sozusagen, ich glaube, die Idee, wenn ich mich richtig erinnere, ist so, dass diese Einnahmen halbiert werden, eine Hälfte bleibt bei der Verwertungsgesellschaft, die andere Hälfte wird ausgeschüttet an die Autoren. Müsste man aber nochmal genau nachlesen, ist jetzt nur frei aus meiner Erinnerung heraus. Mhm. Das heißt also, sozusagen die Praxis, die in Deutschland mal für illegal erklärt worden ist durch das BGH, wird jetzt quasi neu kodiert ins Gesetz und damit neues Recht in Europa. Okay, aber ich frage mich, wie das geht. Also wenn das quasi klar ist, dass das schon mal, also dass das nicht Gesetzes oder aufgehoben wurde in Deutschland. Wie kann das jetzt EU-Recht werden? Also dann ist da irgendwie... Ja, aber dann heißt das, dass Deutschland muss sich an die EU anpassen, muss das sozusagen ins nationales Recht überführen. Das heißt, das wird auch in Deutschland ein Gesetz geändert. Das ist eine gute Lobbygruppe, die VG Wort, dass sie das hingekriegt haben. Na, die Verleger im Allgemeinen müssen halt wirklich eine sehr, sehr gute Lobby halt haben. Ist auch das, was man halt hier immer wieder liest. Das, also die wirklich sehr stark lobbyieren, um halt sozusagen das Gesetz ein bisschen in deren Richtung zu treiben. Und es ist halt auch wirklich so, dass, wenn man sich das anguckt, also es ist einfach wirklich so, diese Artikel 11, 12 und 13 sind halt zugunsten von großen Verlagen, von großen Firmen. Und sozusagen die Leute, die jetzt, ich sag mal wie ich, mal ein Buch mit ein paar tausend, 10.000 Stück Auflage geschrieben haben oder auch so kleinen Künstler, also auch, ich sag mal, du hast natürlich mittelfristig Großkünstler. Ja, momentan bist du aber noch... Mittelfristig bin ich Rockstar. Genau, also sagen wir in deinem jetzigen Stadium, bin ich Rockstar. Für die Leute ist es natürlich halt einfach kein Vorteil, sondern es fehlt einfach der Ausgleich
hier zwischen den Interessen, ich sag mal, der Allgemeinheit und den Interessen der Urheberinnen und Urheber. Und das ist halt so ein bisschen schade. Mhm. Und wie gesagt, insbesondere die Artikel 13 und andere Sachen sind halt hier aus meiner Sicht so hoch problematisch, dass man eben ganz klar sagen muss, so geht's nicht. Also ihr, liebe Leute, da habt ihr euch verrannt, ihr müsst hier was machen. Und was machen heißt in dem Falle, also es, da kann ich jetzt gleich alle mal aufrufen. Also ruf gleich mal auf. Am 23.03., 23. März, treffen wir uns alle um 14 Uhr auf dem Holzmarkt und wollen halt dort ein bisschen demonstrieren gegen diese Artikel 11, 12 und 13. Also wer das hört, kommt bitte alle hin. Verteilt es auch an eure Freundinnen und Freunde, ladet alle ein und zeigt dann halt auch ein bisschen dort, dass ihr entsprechend dagegen seid. Mhm. Genau. Wer ein bisschen redegewandter ist, wer sich auch damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. Es gibt eine sehr schöne Möglichkeit, hier auch mit den Abgeordneten selbst zu reden. Es gibt eine Seite, die heißt Pledge 2019, also pledge2019.eu. Da kann man seine Telefonnummer hinterlassen und wird dann quasi dort zu einer gewissen Wunschzeit mit einem EU-Parlamentarier verbunden und kann halt mit dem auch nochmal von Angesicht zu Angesicht reden und versuchen, die Person zu überzeugen. Und ich habe das also jetzt vor kurzem auch versucht, also nicht per Telefon, sondern von Angesicht zu Angesicht habe ich hier die Europa-Abgeordnete von Thüringen in Anführungsstrichen getroffen, die Babette Winter. Der eine oder andere kennt sie vielleicht noch als Kulturstaatssekretärin vom Freistaat Thüringen und die sitzt jetzt im Europaparlament und habe auch versucht, ihr nochmal meine Argumente mit zu überbringen. Ja, genau. Natürlich, also sie hat mir gesagt, dass sie sozusagen derzeit unentschieden ist, dass sie sehr, sehr viele Mails kriegt. Also das ist eben auch so eine Sache, die, also Leute schicken halt Mails hin, also das sind halt allerdings viele automatisierte Mails dabei, die quasi von Plattformen einfach losgeschickt werden und was eben aus meiner Sicht eben nicht gut funktioniert. Also glaube ich auch nicht. Das könnt ihr zwar gerne probieren, dann auch eine Mail hinzuschicken, aber sozusagen mit der Person zu reden, auch die anzurufen, das ist natürlich, die Hürde ist viel, viel größer, sich da hinzusetzen und versuchen auch mit jemandem zu argumentieren, aber am Ende bringt das mehr, wenn man mit der Person redet und die sieht, da ist ein Mensch dahinter und der hat die Bedenken, nehmen die Leute das viel ernster wie 10.000 Mails, die da in die Inbox reintröpfeln. Und wie gesagt, ich habe das halt auch da probiert, es ist leider so, dass mein Eindruck war, dass sie tendenziell für diese Regelung stimmen wird. Allerdings habe ich, glaube ich, schon geschafft, zumindest ihr ein paar Ansatzpunkte zu übermitteln. Also meine Hoffnung ist, dass sie sich nochmal informiert, ein bisschen drüber nachdenkt und vielleicht auch im Gespräch mit ihren Kolleginnen und Kollegen da zum Schluss kommt, dass es vielleicht keine gute Idee ist, sie am Ende dagegen stimmt. Also meine Hoffnung ist, dass ich zumindest so eine kleine Pflanze gesetzt habe, die ja noch in den nächsten Wochen damit wachsen kann. Und wie gesagt, wenn ihr die vor Ort trefft, ist es immer gut, von Angesicht zu Angesicht zu reden oder halt anzurufen. Und das hat einen wesentlich größeren Einfluss, als jetzt da irgendwelche Mails und Faxe und sonst was hinzuschicken. Ja, und es ist auch so, was eben deutlich zu spüren ist, also es gibt diese europaweiten Proteste jetzt am 23.03., also das ist halt nicht nur in Jena, sondern also in vielen Städten in Deutschland und in Europa, also auch wenn das woanders hört, guckt mal auf die Seite safetheinternet.info oder .eu, also ich werde es mit verlinken, da gibt es eine Seite mit Demos und geht da ruhig hin zu den Demos und jetzt gerade diese Woche taucht eben die Meldung auf, dass die Fraktion der CDU, also in Europa heißt EPP, also da ist die deutsche CDU mit drin und andere konservative Parteien, die haben jetzt versucht, sozusagen die Abstimmung nochmal vorzuverlegen auf dem 11., also die Woche vom 11.3., weil offensichtlich diese Demonstrationen so einen Einfluss und so einen Impact da haben, dass denen einfach Angst geworden ist. Dass sie gesagt haben, wir müssen quasi, bevor schnell die anfangen, handeln, bevor hier was sich ändert. Richtig. Also am Anfang war es ein bisschen der Vorwurf, ach, das sind ja alles nur Bots, die da draußen sozusagen von Google gesteuert uns E-Mails schreiben. Und dann gab es halt ganz schnell im Demos in Köln mit mehreren tausend Leuten und anderen Städten. Also man sieht, dass viele Leute auf die Straße gehen und gerade so die Jugendlichen, für die ist auch YouTube eine Heimat geworden, weißt du? Also die leben halt auf YouTube und kommentieren. Ich meine, du kennst das ja genauso. Ich bin nur auf YouTube, also das ist mein Ding. Und so, deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr betroffen, wenn da so Upload-Filter und so. Also ich hatte ja schon mal erzählt, also ich folge da mehreren Waffenkanälen und die haben sich komplett demonetarisiert.
weil damit die nicht also damit die da einfach da sind und die finanzieren sich nur noch über Patreon. Da ist quasi nichts mehr, was die von YouTube einnahmen, und die haben tausende von Klicks und tausende von Subscribern, aber das also die wollen quasi nur, das hatte ich auch erzählt, die sind auch auf Pornhub. die tun ihre Videos auch auf Pornhub, weil die werden nicht zensiert, also jedenfalls nicht in der Richtung zensiert und so. Also die wollen halt einfach auf vielen Plattformen aktiv sein und finanzieren sich halt rein über Patreon. Genau. Also wie gesagt, kommt nach Jena zur Demo. Mhm. Tragt euren Unmut auf die Straße oder macht auch irgendwo anders euren Unmut Luft, geht in andere Städte und demonstriert, mhm, und zeigt auch, dass ihr das nicht wollt. Und es ist auch wirklich so, dass diese Seite, die ich gerade sagte, diese Pledge 2019 Seite, auch wirklich so für Erfolge sorgt. Also die Politiker müssen quasi sich committen, dass sie da Nein sagen. Also nicht nur bei dem Anrufer selbst, sondern müssen sich bei der Seite entsprechend mitmelden. Mhm. Und es sind jetzt mittlerweile also über 80 Leute, die definitiv gesagt haben, sie werden mit Nein stimmen. Okay. Und es ist da auch noch nicht jeder angesprochen worden. Also, man braucht natürlich noch viel mehr Leute, die auch sagen, man macht Nein. Aber die Hoffnung ist, dass, also je mehr das machen, desto weiter wird das auch getrieben. Und auch die Leute, die jetzt für Nein sind, werden vielleicht auch ihre Kolleginnen und Kollegen noch, mhm, mit beeinflussen und die vielleicht auch überzeugen, mit Nein zu stimmen. Also, mhm, ich muss schon sagen, das ist aus meiner Sicht wirklich ein Ziel, für das es lohnt zu kämpfen. Also das macht da irgendwas, versucht irgendwelche Aktionen zu machen und gegen Artikel 11, 12 und 13 auf die Straße zu gehen oder aufzustehen. Mhm. Und bei Martin Sonneborn können wir nur darauf hoffen, dass es gerade ein Nein-Tag ist. Also der hat sich interessanterweise committed, der hat also hier ein Wahlversprechen gebrochen. Ach, du Schande, da kann ich ihn nicht mehr wählen. Nee, Er hat also sich hier auch committed, dass er mit Nein abstimmen wird. Okay. Also das ist eines der wenigen Male, es gibt so mindestens einen weiteren Fall, wo er auch mal gesagt hat, er stimmt quasi mit Nein. Oder eben also gegen eine bestimmte Sache, und auch hier ist er in der Liste der Leute mit drin, die klar sagen, wie das stimmt mit Nein. Also 89 Leute haben hier ihre Stimme abgegeben. Mhm. Und ja, hier, das ist das, was ich sagte, also jetzt zeigen Tobias gerade diese Seite. Mhm. Hier kann man seine Telefonnummer hinterlassen und dann sagen, also entweder jetzt anrufen oder man kann auch dann bestimmte Anrufzeiten angeben. Also das sind dann quasi die Leute, sind auch drin, die noch nicht sich für Nein committed haben. Die kann man dann quasi noch anrufen. Richtig. Und umstimmen. Versuchen zumindest. Okay, cool. Und es ist halt wirklich so, also wenn da ein paar Leute anrufen, bringt das wirklich was. Also man muss halt, also... Verlinkt das mal, also da würde ich dann auch mal anrufen. Ja. Okay, sorry, ich erzähl weiter. Also das Wichtige ist halt, man muss sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen. Also auch in meinem Gespräch mit der Frau Winter gestern war es so, dass ich da also durchaus gemerkt habe, dass sie sich damit auseinandergesetzt hat, aber dass sie viel natürlich diese Sicht der Verlage da eingenommen hat. Also sozusagen, die haben natürlich mit ihr geredet, die haben sozusagen sie zu Treffen eingeladen, zu irgendwelchen Meetings eingeladen und deren Position geschildert. Also sozusagen, deren Position ist ihr bekannt und die kann sie auch vertreten. Aber sozusagen die Position der Zivilgesellschaft, also unsere Position, da gibt es halt niemanden, der mal abends zu Schnittchen einlädt oder der irgendwas anderes macht. Das ist halt trotz allem, da sind wir wieder, also wir hatten ja heute schon mal kurz drüber geredet, das ist für mich dann wieder, wo die Politiker so weit weg sind von den normalen Menschen. Weil also weißt du, das ist ja eigentlich, wenn du das jetzt so durchdenkst, ist es nichts. Also das ist keine Rocket Science, das ist keine Raketenwissenschaft hier, zu merken, wenn du das beschneidest, dass das nicht gut ist für die Meinungsfreiheit und für einfach den Diskurs untereinander. Verstehst du? Also da meine ich jetzt wieder, dass da sind die einfach zu weit weg von den normalen Menschen wie uns. Ja, und das Problem ist auch, dass natürlich nicht jeder Person in dem Parlament sich quasi intensiv damit auseinandersetzt. Also verständlich. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier in der EU ist, aber normalerweise gibt es quasi immer eine zuständige Person pro Fraktion, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, die sozusagen eher einen tieferen Einblick da hat und die dann sozusagen eine Empfehlung für die Fraktion vielleicht ausgibt und sagt, also ich bin der Meinung, muss so und so gemacht werden. Und dann ist es halt dann halt schon so, dass die meisten sagen, okay, der hat sich damit auseinandergesetzt, das würde halt stimmen, ich stimme in die Richtung. Also mir ist das einmal aufgefallen vor sehr vielen Jahren mittlerweile,
Da bekam ich vom Thüringer Landtag eine Anfrage, ein Gutachten zum Gesetz zu schreiben. Und damals hatte ich glücklicherweise auch noch viel mehr Zeit als heute. Habe ich also hingesetzt, habe das Gesetz quasi Buchstabe für Buchstabe gelesen, mir überlegt, was kann da passieren, wie, was verfolgen hat das, wenn das so ist und so weiter. Und habe daran dann eben ein Gutachten formuliert. Das, also nach meiner Erinnerung jetzt, hat mich das Durchlesen, Nachdenken und Aufschreiben mehr als 3 Tage Arbeitszeit gekostet. Und wenn du dann überlegst, wie viele Gesetze sozusagen die normalen Parlamentarier haben, die über das abstimmen müssen, das verstehe ich absolut. Also das werfe ich denen jetzt auch nicht vor. Das ist klar, also es gibt sicherlich keinen Fraktionszwang oder so, dass die dann eben alle so entscheiden müssen. Aber es ist absolut utopisch, dass die alle genau Bescheid wissen, was da los ist. Und so, also ist mir klar. Aber was ich meine ist, heutzutage, Internet ist eigentlich so überall. Und das ist hier ein bisschen für mich Common Sense, wie heißt das auf Deutsch? Normal Allgemeinwissen. Das ist Allgemeinwissen, wenn du beschränkst, ist nicht gut. Punkt. Ende aus, ja. Also wenn du dein Kind immer nur behütet aufwachsen lässt, ist das zwar ganz toll für das Kind, aber sobald es dann rausgeht in die böse weite Welt, wird es auch mit anderen Sachen konfrontiert und da ist es besser, das eben darauf vorzubereiten. Und so ist es eben für mich auch hier, wenn du gewisse Dinge aus unserem Diskurs rausnimmst, dann sind die ja trotzdem nicht weg. Die sind nur nicht in dem Diskurs. Und wenn wir dann, wir werden, das meinte ich vorhin mit der Schwach, wir werden schwach, uns darauf einzustellen und Gegenargumente zu haben. Und verstehst du, also die Diskussion erschlafft einfach und so, weil wir eben in der Richtung keine Muskeln aufbauen können. Das meinte ich damit. Genau, also das kann ich nur noch mal sagen. 23.03. 14 Uhr, Holzmarkt in Jena. Ich werde da sein. Tobias ist da, ich bin da. Alle anderen YouTube-Stars von Jena sind da und natürlich noch viele hunderte, tausende, Millionen Menschen. Wir unterschreiben auch Autogramme, wenn ihr kommt. Wenn ihr mit einem Banner kommt, kriegt ihr 2 Autogramme. Okay, da müssen wir uns noch eine Radio Insecurity T-Shirt machen lassen. Ah, stimmt, das müssen wir endlich mal machen, ja. Und unseren Banner hochhalten. Genau, also in dem Fall muss ich noch einschränkend dazu sagen, dass ich Anmelder der Demo mit bin. Das heißt, ich habe dann natürlich auch noch andere Verpflichtungen an dem Tag. Also du kannst nicht mit jedem Einzelnen reden, aber ihr könnt ganz viele Selfies machen und bei Amazon Cloud hochladen. Und ja, aber nur verschlüsselt, du weißt. Instagram und allen Mediensachen. Ich erlaube nur verschlüsselte und urheberrechtlich geschützte, nicht geschützte Aufnahmen oder so. Überall ist also ein verpixeltes Ding von, genau. So verpixelter Blob neben dir. Genau, das meine Eindrücke der Demo. Pixelbild. Pixelflut. Sehr gut. Ja, nee, also das ist so ein Thema. Und also wenn wir schon bei diesen Themen sind, Tobias, also darf ich noch was einbringen oder hast du vielleicht noch ein interessantes... Du darfst noch einbringen. Ich habe nur das Gefühl, dass wir, glaube ich, zu unserem Hauptthema, was wir heute besprechen wollen, nicht mehr richtig hinkommen. Aber lass uns weiterreden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns ein bisschen genau. Verquatscht haben. Ich meine, aus aktuellem Anlass sei es vielleicht mal genehmigt, darüber mal zu reden. Also ich hatte zwar schon einen Aufruf gestartet, also wenn ihr das gelesen habt bei Twitter und Facebook und Instagram und WhatsApp und wo ich sonst noch so hinschiebe, nee, ich habe es glaube ich nur getwittert und gematrixt. Also unser heutiges Thema sollte so ein bisschen Threat Modeling sein, also wir wollten uns so ein bisschen darüber Gedanken machen, wie man sich über Angriffe, die da liegen, gezielt Gedanken macht. Ich meine, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ein Punkt, der ist mir eben heute gerade über den Weg gelaufen und darüber werden wir sicherlich noch in der nächsten Sendung ein bisschen vertieft reden, aber das ist halt auch so ein doch recht krasses Thema, wie ich finde. Und zwar geht es in dem Falle wieder um eine Gesetzesinitiative. Grundgesetzänderung, okay. Genau, der Paragraph 219a Mobilfunk soll geändert werden. Okay. Also ich fand die Überschrift hier sehr interessant. Also ich bin jetzt gerade auf der Seite des Bundesrates. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Mobilfunk irgendwas, also ich wusste gar nicht, was wir im Grundgesetz einen Mobilfunkparagraphen haben. Muss ich sogar zugeben. Also ehrlich. Aber vielleicht steht da drin, Mobilfunk für alle oder sowas. Genau. Irgendwie lädt aber gerade mein Internet nicht so richtig. Ach jetzt. Genau, also in der 975. Sitzung des Bundesrates am 15.03. Gibt es also verschiedene Themen, die über die abgestimmt werden soll. Und
natürlich ist dieser Paragraph 219a hat nichts mit Mobilfunk zu tun, auch wenn der so in einer Reihe hier steht, sondern das ist auch ein Thema, was jetzt weg von unserem Thema ist, aber durchaus breit in der Öffentlichkeit diskutiert wurde und noch wird. Geht es also um Schwangerschaftsabbrüche. Und die Koalition hat sich also hier auf so einen bestimmten Kompromiss geeinigt und der soll also hier über den soll abgestimmt werden. Also das ist aber. Und das geht um das Werbeverbot oder was? Also genau, Ich verstehe dieses Mobilfunk-Ding. Was hat das damit zu tun? Gar nichts. Das ist nur ungünstig hier in der Überschrift gesetzt. Mhm. Also das, wie gesagt, da geht es um den 219a und dann, da geht's, also Transplantationsgesetz spielt eine Rolle. Dann haben wir hier das Abtreibungswerbeverbot im Ordnungspunkt 7. Dann Bleiberecht ist der Punkt 9 und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will. Okay. Punkt 10. Das Darknet. Das Darknet wird verboten. Das darf doch nicht wahr sein. Genau, das Darknet wird verboten. Und also es ist, also auch wenn du das jetzt gerade so witzig sagst, das ist also mir ist es halt wirklich eine Stunde vor der Sendung erst über den Weg gelaufen. Deswegen kann ich es jetzt noch nicht genauer mir angucken und durchdenken. Aber sie wollen in der Tat sozusagen Darknet-Betreiber höher bestrafen. Mhm. Also sozusagen, es gab ja vor kurzem den Europäischen Polizeikongress, wo du nicht teilgenommen hast. Ich habe nicht im Publikum gesehen. Ich war nicht dabei. Ich wurde nicht eingeladen. Ich gehe da nur hin, wenn es Schnittchen kostenlos gibt. Nee, es gab nur irgendwie so teuren Rotwein. Aber Den trinke ich ja nicht. Ich trinke ja keinen Alkohol. Nee, und bei diesem Polizeikongress gab es unter anderem eine Rede von Günter Krings, der Staatssekretär im Innenministerium ist. Ach, der Günter. Genau, und der hat sich dort so sinngemäß geäußert, dass also das sozusagen das Darknet in oder generell so Tor-ähnliche Technologien quasi in Ländern, wo es keine stabilen demokratischen Verhältnisse gibt, sicherlich angebracht sind, aber er sieht keinen Grund, warum es sozusagen in Deutschland und in anderen stabilen Demokratien sowas geben sollte und deswegen müsste man das hier verbieten. Ach, okay. Genau, und das, ich meine, ich muss sagen, dass also solche Forderungen gibt es halt immer mal wieder und das habe ich so ein bisschen geschmunzelt und gedacht, naja, lass ihn mal quatschen. Und dann guckt man halt hier in die Tagesordnungspunkte der Bundesratssitzung und was sieht man da? Einen Gesetzesentwurf zum Strafrechtsänderungsgesetz, Entwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches, so rum. Und die wollen quasi hier das Darknet sozusagen unter Strafe stellen. Also da geht es halt hier in diesem Gesetzesantrag darum, dass eben viele hier Tor nutzen und Tor ist ja quasi das Tor zum Bösen. Genau, und da wird also nur mit Drogen gehandelt. Interessanterweise steht irgendwo hier drin, also stehen so zwei Punkte drin. Zum einen, dass es also hier auch andere Nutzungsmöglichkeiten für Tor gibt und zum anderen auch, dass man hier Drogen, Waffen und so weiter auch außerhalb vom Internet kaufen kann. Also das ist quasi schon so mit eingebauter Gegenargumentation, kann man so ein bisschen sagen. Und dann findet man dann halt hier in dem Gesetzesvorschlag eben, wird gesagt, also wer eine internetbasierte Leistung anbietet, deren Zugang und Erreichbarkeit durch besondere technische Vorkehrungen beschränkt sind und deren Zweck oder Tätigkeit darauf ausgerichtet ist, die Begehung von rechtswidrigen Taten zu ermöglichen oder fördern, wird dann mit Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Also wie gesagt, hier muss ich auch nochmal ein bisschen mit Juristen reden, weil ich mich natürlich auch insbesondere als Betreiber von einem Tor-Exit-Knoten dann frage, inwiefern ist denn dieser neu zu schaffende Paragraph 126a für mich relevant? Also, wir hatten ja mal so eine Sendung so vom letzten Jahr, wo ich Besuch von der Polizei bekam, eine Hausdurchsuchung und so weiter. Und da frage ich mich, wenn ich jetzt weiter diesen Tor-Server anlasse, wäre ich dann quasi direkt von der Straße weg verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Also wie gesagt, es ist für mich noch nicht ganz klar, weil also hier steht eben sozusagen was von so besonderen technischen Vorkehrungen. Jetzt, ich meine, in diesem Gesetzesentwurf beziehungsweise in der Diskussion dazu wird auch der Tor-Browser mit genannt als besondere technische Vorkehrung. Nur, ich muss sagen, also das ist ein Browser, weißt du? Also den lädst du runter, sagst hier, bitte anmachen und dann benutze den. Und wenn ich sozusagen jetzt auf meinem System vielleicht irgendwie noch Microsoft Edge installiert ist und ich installiere mir noch ein Chrome, ist das sozusagen erstmal von der Hürde genau dasselbe, weißt du? Also sozusagen, es gibt da keine Unterschiede. Und dann gehe ich sozusagen über den Tor-Browser ins Netz und jetzt muss ich bei einer normalen Internetseite die URL kennen. Ich muss bei einer
Darknet-Seite die URL kennen. Auch da sehe ich persönlich jetzt keine besonderen Hürden. Also da ist für mich erstmal die Frage, wie gut greift eigentlich dieser Artikel überhaupt auf diesen das Thema Darknet und Tor-Browser im Speziellen zu? Oder auf der anderen Seite, wenn ich sozusagen jetzt davon ausgehe, ich bin ein Betreiber von einem Tor-Relay, dann biete ich ja zunächst erstmal eine internetbasierte Leistung an. Und wenn man jetzt so weit geht und sagt, okay, das sind jetzt besondere technische Voraussetzungen, da irgendwie so einen Tor-Browser zu benutzen, müsste man sich fragen, ja, inwieweit spielt denn das dann für mich eine Rolle? Also heißt das für mich, ich muss jetzt, wenn das Gesetz durchkäme, sofort alle Tor-Relays abschalten in Deutschland und müsste das allen Deutschen raten und damit quasi müsste man so 30% gefühlt vom Tor-Netzwerk beenden oder spielt das doch keine Rolle? Also das sind so Fragen, die mir momentan... Das ist halt sehr schwammig formuliert. Ne? Also ich meine, ist mir klar, Gesetze müssen so ein bisschen Spielraum haben, aber ja, also ich verstehe, was du meinst. Du bietest quasi nur das an und das ist so wie mit einem Auto kann man geradeaus fahren oder man kann auch Menschen überfahren. Also das macht das Auto nicht schlechter und nicht besser. Es ist ein Gerät, es ist ein Werkzeug, um etwas zu tun. Und so ist auch der Tor-Browser ein Werkzeug. Ja, also ich bin jetzt so ein bisschen baff von denen. Also ich verstehe, was sie damit machen wollen. Wir hatten ja hier den Silk Road war ja ein großes Ding gewesen und so. Also das verstehe ich absolut und ich finde es auch gut, dass da Leute, die da, weil die konnten sich immer schön rausreden, weil die hatten ja nur die Plattform zur Verfügung gestellt, aber nicht eben, was da drauf passiert. Ne? Das ist eine super bescheuerte Ausrede. Andererseits, wenn ich das jetzt wieder mit dem Auto nehme, dann klar, du kannst den Hersteller jetzt nicht verklagen, dass der Autos verkauft, ne, weil irgendein Idiot damit was Falsches macht. Ne? Na, ich denke, die bessere Analogie hier ist eigentlich die Post. Genau. Post, okay. Weil ich meine, also jetzt, wenn wir jetzt mal an den Silk Road-Typen denken, der hat seinen Darknet-Marktplatz da und verkauft da irgendwelche Drogen. Wie kriegt denn die denn an die Leute da draußen? Na, über die Drogerie. Ach so, stimmt, ja, stimmt, richtig. Also letztlich ist es ja auch so, dass der wird seine Drogen entsprechend einpacken und dann die verschicken mit der Post. Ja, genau. Das heißt, das könnte man genauso argumentieren, da die Post ist quasi ein Vehikel, um Drogen zu transportieren, um Waffen zu transportieren, um andere Sachen zu transportieren und das geht nicht. Entweder müssen wir jetzt alle Postbetreiber auch sozusagen in den Knast stecken oder müssen irgendwelche anderen Sachen hier einfallen. Also die Post braucht Verschickfilter. Die muss quasi vorher filtern, was sie verschickt. Die muss dich fragen, ist da eine Waffe drin? Und wenn du Nein sagst, dann darfst du es verschicken. So einfach ist das. Das ist natürlich eine coole Idee. Ja, also wie gesagt, also hier bei diesem Gesetz muss man noch ein bisschen überlegen, was da los ist, aber im Grunde genommen heißt das auch für mich, dass die Abstimmung ist am 15.3. Und heute, Tag der Aufnahme, ist der 6.3. Das heißt, in 9 Tagen ist die Abstimmung und das heißt auch, man müsste auch hier nochmal mit den Personen entsprechend reden. Also ganz konkret heißt das, dass man mit den Vertretern des Landes reden muss. Also im Bundesrat sind ja Landesvertreter. Das heißt also, müsste also hier mit Vertretern vom Land Thüringen mal reden und sagen, also liebe Leute, guckt mal, Tagesordnungspunkt 10. Das geht so nie. Lass das mal und schieb das zumindest erstmal irgendwo weg. Also auch da ist es wichtig, auch für alle anderen, die das jetzt hören in anderen Bundesländern, sprecht da durchaus mit euren Abgeordneten und versucht die davon zu überzeugen, dass das erstmal eine blöde Idee ist. Also ich denke, da wird es auch in den nächsten Tagen noch einige Pressemeldungen dazu geben und noch einige andere Sachen, weil das ist schon sehr absurd, so ein Verbot erwirken zu wollen. Ja. Naja, also vor allen Dingen, wenn eben Tor da benutzt wird, also Tor ist einfach nur, also keine Ahnung, da kannst du auch Küchenmesser verbieten, weil damit kann man auch jemanden umbringen. Genau. Ja, also zum einen das und zum anderen ist es ja auch so, wenn du jetzt an Silk Road denkst, also die begehen ja quasi schon eine Straftat, weißt du, also als Betreiber, also der verkauft ja da Drogen und so weiter. Also ist für mich auch momentan noch ein bisschen unklar, warum das nochmal separat jetzt unter Strafe gestellt wird. Also das ist auch so eine... Also es gibt, das ist schon quasi strafbewehrt, wie das so schön heißt. Und jetzt wird das nochmal doppelt gemoppelt quasi. Es wird nochmal was draufgelegt, was eigentlich
nicht sein muss. Also wenn du Drogen verkaufst, ist das verboten. Genau. Fast in jedem Land. Und wenn du Waffen verkaufst, auch. Und da brauchst du jetzt nicht extra noch ein extra Gesetz dafür. Genau. Also es ist auf jeden Fall in Deutschland verboten. Und ich meine, hier müssen wir ja nur Deutschland erstmal betrachten als Land. Und insofern verstehe ich auch gerade gar nicht, warum man das jetzt nochmal mit obendrauf legen muss. Ja. Und ich meine, dass sich dann Leute irgendwie erwischen lassen, ist ja nochmal eine andere Sache. Weißt? Also sag mal, wenn du jetzt sagst, du hast jemanden, der sozusagen perfekt arbeitet und sich nicht erwischen lässt, weißt du, dann erwischst du den mit dem neuen Gesetz nie und auch mit dem alten Gesetz. Ne? Und das schreckt niemanden ab, der das sowieso macht. Und es wird niemanden abschrecken, der das vorhat zu machen. Also das ist egal. Genau, also ja, ist wie gesagt, es ist für mich ein bisschen unverständlich, was hier gemacht werden soll und warum sie es machen wollen und so weiter. Also zum einen muss man da ein bisschen Analysezeit drauf verwenden, aber ich glaube, es ist schon sinnvoll, hier mit den Abgeordneten zu reden und zu sagen, dass das, also nicht nur mit den Abgeordneten, sondern mit den Vertretern, die halt das jeweilige Bundesland vertreten und dann die auch zu überzeugen, dass das keine gute Idee ist. Mhm. Genau, das war sozusagen der Punkt, der mir jetzt noch aufgefallen war und der mich vorhin doch etwas schockiert und ratlos zurückgelassen hat. Genau, was haben wir denn noch, Tobias? Haben wir noch Themen oder müssen wir jetzt auf unser... Müssen wir jetzt reden? Ach du Schande. Nee, wir haben eigentlich alle aktuellen Themen durchgearbeitet. Jetzt könnten wir quasi anfangen mit dem Thema, was wir heute eigentlich besprechen wollten. Ich weiß noch nicht, weil, also wir haben jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit. Ob sich das wirklich lohnt. Ob sich das lohnt, genau. Ja, wir können auch das Lied, was ich mitgebracht habe, das geht knapp 2 Minuten, das können wir jetzt quasi, wie oft kann man das in einer halben Stunde dann spielen? 2 Minuten ging das, also können wir 30 Mal hintereinander 30 so eine Schleife das Lied spielen. Machen. Das können wir auch machen. Genau. Ja, aber wir können ja vielleicht schon mal so ein bisschen Vorschau machen auf die nächste Sendung. Okay. Und legen das Thema so ein bisschen auf die nächste Sendung, weil das Thema hier, was wir uns vorgenommen hatten, war Threat Modeling. Das heißt, die Idee ist ja hier so quasi systematisch Gefahren bei so einem Thema zu erkennen. Also und wir am Anfang sozusagen, als wir die Sendung überlegt und vorbereitet haben, war es so ein bisschen die Frage, was nehmen wir denn? Und dann dachte ich, na gut, was ist denn so ein schönes praktikables Beispiel? Und das könnte ja sein, Tobias schafft sich irgendwie ein neues IT-Gerät an. Genau, und wir hatten eigentlich erst gedacht, ein Pad, irgendwas, oder ein Tablet. Genau, Entschuldigung. Und dann dachte ich, naja, also was viel, viel interessanter wäre eigentlich ein Telefon, also ein Smartphone, weil ich glaube, ihr da draußen werdet alle mindestens ein Smartphone haben, und was man da halt beachten muss. Aber dann haben wir darüber gesprochen und festgestellt, das ist sehr, 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 sehr komplex, wie man das dann mit dem Smartphone macht. Und wir fangen erstmal mit was Leichteren an, haben wir dann uns entschieden. Genau, also der Weg dahin war nicht ganz so einfach. Und wir sind dann so ein bisschen dahin gekommen, uns das mal an dem Thema E-Mail zu überlegen, beziehungsweise auch an dem Thema Messaging. Also sozusagen, du willst irgendwie quasi so Kurznachrichten an irgendjemanden schicken, an mich oder an irgendjemand anderes. Und das ist immer noch vergleichsweise komplexes Thema, aber es lässt sich eventuell hier besser handhaben. Genau, und da habe ich dazu ein kleines Pad gemacht. Und das werde ich dann auch in dem Beitrag von der Sendung nochmal mit verlinken. Und da würde ich sagen, da könnt ihr euch dann auch nochmal ein bisschen austoben. Also meine Idee war eigentlich auch, dass ihr da draußen da mal ein paar Ideen mit reinschreibt. Was könnte denn jetzt sozusagen Gefahren sein, die das Thema E-Mail also sich darauf auswirken? Und ich hatte ja gesagt, also Threat Modeling kann man halt so ein bisschen systematisch angehen. Und glücklicherweise muss ich sagen, habe ich jetzt auch vergessen, den was mitzubringen. Also ich wollte, also Threat Modeling kann man nämlich gibt es ein schönes Kartenspiel.
Ach ja. Und da hätten wir jetzt ein bisschen Karten spielen können. Ich habe aber dummerweise das Spiel in meinem Schrank halt liegen lassen. Deswegen müssen wir es sowieso nächstes Mal machen. Und das ist also dieses Kartenspiel, das heißt, damit ihr uns beim Spielen zuhören könnt. Richtig, genau. Na, dann kannst du ja deine Kamera mitbringen und dann wird natürlich mal Kamera machen. Endlich Kamera. Ja, bevor der YouTube-Upload-Filter kommt, können wir das noch fix machen. Richtig. Genau, also und das ist eigentlich so eine ganz witzige Angelegenheit, das mit diesem Kartenspiel mal zu machen und das da auszuprobieren, was ich aber sozusagen auf der anderen Seite auch zeigen wollte, ist ein Ansatz, der Stride heißt, STRIDE, und der quasi systematisch bestimmte Gefahren sich betrachtet. Also S steht für Spoofing, T Tampering, R Repudiation, I Information Disclosure, D Denial of Service und E Elevation of Privileges. Das ist sozusagen, es sind also Begriffe, die aus dem Englischen kommen, also da das spielt sich ja im Englischen ab. Und Spoofing, sozusagen das, was jetzt erst gemacht wird, da geht es um die Täuschung. Also man versucht sozusagen die Gegenseite irgendwie zu täuschen. Also wenn wir jetzt so an das Thema E-Mail denken, kann ich ja sozusagen vielleicht versuchen, dir eine E-Mail oder sag mal, jemand schreibt dir eine E-Mail und ich als Angreifer versuche irgendwie eine E-Mail so zu konstruieren, dass die so aussieht, als käme die meinetwegen hier von Radio Okoyat, obwohl sie eigentlich von mir käme. Das wäre so beim Beispiel E-Mail eine Möglichkeit. Also man versucht sozusagen irgendwie, dass da den Schein zu ändern. Genau. Also man will einfach vorgeben, dass man jemand anderes ist. Also das Thema Authentifikation, Authentizität will man hier eben so ein bisschen brechen. Also so, wenn man so ein bisschen an IT-Sicherheit rangeht, wird dann immer über Schutzziele gesprochen. Und da gibt es eben das Schutzziel der Authentizität. Und da möchte man quasi gewährleisten, dass die Gegenstelle immer die richtige Person ist. Also sozusagen, wenn ich jetzt mit dir rede, will ich sicher sein, dass du wirklich der Tobias bist. Denn sozusagen, ich kenne dein Gesicht. Also wenn ich von Angesicht zu Angesicht dir gegenüberstehe, ist das einfach. Und wenn wir aber jetzt irgendwie kommunizieren, dann wird es schon schwieriger. Vielleicht noch, wenn wir telefonieren, können wir sagen, ist noch einfach. Weil noch genau, weiß noch, gar nicht. Richtig. Was ist schon, da gibt es ja einige Advances in der hier Sprachkapazität, Modulation. Sprachmodulation, genau. Also das ist schon Wahnsinn. Also ja, noch gibt's das. Und selbst jetzt hier, wenn wir Bildschirm telefonieren, also mit einem Video, auch das kann man dann in Zukunft manipulieren. Also das ist schon ein bisschen creepy, ne? Also das ist so, die Zukunft bringt viele, viele coole Sachen, aber eben auch ein bisschen, man muss schon sehr aufpassen. Aber deswegen sind wir ja hier für euch, der Jens und ich, damit wir auf solche Sachen euch hinweisen. Genau, also das wäre sozusagen eine Möglichkeit, also so, sich einfach Gedanken darüber zu machen, wie kann man jetzt sozusagen das brechen? Also welche Möglichkeiten gibt es da, Spoofing zu betreiben? Und wenn wir das so am Thema E-Mail uns mal überlegen, ich meine, wie funktioniert denn eigentlich eine E-Mail? Weißt du das? Eine E-Mail hat quasi einen Absender und einen Adressaten erstmal, ne? Und dann, also Betreffzeile, schreibst du rein, hier, zack, ich will mit dir reden. Und dann wird die losgeschickt und wird quasi der Mail-Server, von dem die kommt, versucht, die Adresse zu finden, die du da eingegeben hast, und sucht quasi im Internet den Mail-Server, auf den er da zugreifen muss, wo diese E-Mail quasi zu Hause ist, zu denen er die schicken soll. Und dann, da passiert noch irgendwas, wo die miteinander reden. Aber das kannst du wahrscheinlich besser beschreiben. Und dann kommt die quasi in dein Postfach. Wenn quasi klar ist, aha, das ist die Adresse, die da gesucht wurde, dann wird das losgeschickt. Aber also das ist hier High Level. da passiert sicherlich noch einiges mehr an der technischen Front. Genau. Ja, eben genauso, um sowas eben zu machen, da brauchen wir zum Teil ein bisschen mehr Einblicke eben auch in die Technik. Und ich meine, du öffnest, also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass du sozusagen einen
normalen Mail-Client auf deinem Rechner, auf deinem Handy oder wo auch immer installiert hast. Also, und da ist es halt erstmal so, dass wenn du jetzt die Mail, also erstmal das Programm öffnest, sagst hier neue Mail, öffnet sich halt irgendwie so ein Bildschirm und dann gibst du halt irgendwie eine Empfängeradresse, Betreffzeile und dann Text der Mail und vielleicht irgendwas anderes noch. Wobei ich das schon seit langer, langer Zeit nicht mehr habe. Also ich gehe immer direkt auf die Webseite, Google Mail, Proton Mail oder was auch immer ich benutze und schreibe direkt von dort. Also ich habe keinen, das was du meinst, ist hier so wie Outlook oder so, dass du das auf deinem Rechner hast und über diesen Client dann schreibst. Da hatte ich früher Pegasus, war mein erstes, was ich da benutzt habe. Kennst du vielleicht auch noch. Und so, also das hat man früher so gemacht, aber jetzt gehe ich halt direkt online in das Web, in den Webbrowser und schreibe von dort aus. Ja, da unterscheiden wir uns. Ich mache das nie, würde ich sagen. Wegen der Verschlüsselung, würde ich denken, oder? Zum Beispiel, ja. Und es ist auch so, dass ich habe das Gefühl, mit meinem Mail-Client einfach das Thema Mail besser handhaben zu können. Das heißt, also, was ich jetzt zum Beispiel mache, da kann man, es passt sozusagen auch in Richtung Spoofing ganz gut. Wenn ich jetzt E-Mails schreibe, setze ich zum Beispiel bestimmte Absender auch anders. Weißt du, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, jetzt an Mailinglisten schreibe, dann habe ich für einige Mailinglisten eine eigene Adresse, weißt du? Das heißt, wenn ich sozusagen einer Mailingliste antworte, dann wird sozusagen auch die Adresse anders gesetzt, zum Beispiel. Oder Die Rücksendeadresse. Die Rücksendeadresse. Oder einige Mailadressen werden vielleicht automatisiert verschlüsselt, andere werden signiert und also da habe ich so verschiedene Regeln einfach festgelegt, was ich jetzt mir mit dem Webmailer, also ich weiß nicht, ob es gehen würde. Es würde gehen, also ich weiß, bei Protonmail kann ich das machen, ich habe es aber nicht gemacht. Also da gibt es diese Möglichkeit, dass ich dann quasi verschiedene Adressen zu verschiedenen, also genau das, was du tust, wenn ich dir schreiben würde, kannst du mir eine andere Rückmeldeadresse machen, aber damit habe ich mich nicht wirklich beschäftigt, muss ich zugeben. Genau. Also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt geschäftliche Mails schreibe, da ist dann eine andere Signatur drin, wie wenn ich Privatmails schreibe. Und das ist sozusagen, das mache ich alles über den Mail-Client. Und das sollte weitestgehend automatisiert ablaufen. Genau. Also auch, was eine Freundin von mir immer sehr aufregt, ist, dass ich, also quasi, wenn ich die Mail öffne, sozusagen der Gruß und die Abschiedsformel, die werden auch automatisiert eingefügt. Weißt du, das ist so. Also das ist sozusagen, da möchte ich nicht viel Arbeit damit verbringen, sondern ich will sozusagen an dem Text der Mail schreiben. Also sozusagen, die halbe Mail schreibt mir quasi mein Client schon vor und ich will quasi nur noch die Inhalte dann formulieren. Übrigens habe ich, also das ist auch ein bisschen, okay, sorry, das hat jetzt hier, das ist ein kleiner Sidestep, aber ich benutze ja viel Google Mail und die haben jetzt dieses, die haben jetzt so ein Ding, dass der automatisch dir Vorschläge gibt, was du schreibst. Also der erkennt quasi, was du eintippst und wohin das gehen könnte. Ja, weil oft hast du ja so Standardfloskeln und Sachen, die sagst, ja, ach, ich kümmere mich drum, da, da, da und so. Und dann kannst du quasi mit der Tab-Taste sofort das einfügen, was er dir da vorgibt und so. Also das ist auch ein bisschen creepy, weil das heißt, der liest ja mit, was du da schreibst. Aber so ist es halt. Genau. Also das ist halt ist das schöne Feature von Google. Ja, das ist ganz nett. Das macht die Welt besser, weil ich schneller tippen kann quasi. Genau. Ja, und das ist halt eine Sache, die ich gerne mache. Also ich nutze halt gerne einen Client. Und natürlich ist so, dass das Thema E-Mail-Clients auch Bücherbände füllt, weil irgendwie alle ihre speziellen Probleme haben. Aber ich nutze in dem Falle ein Programm namens Mutt. Und wenn du auf die Seite des Clients gehst, da steht Mutt sucks less. Was Mutt, das Mutt. Genau, was Mutt, das Mutt. Genau, weil das ist von den sozusagen schlechten Mail-Clients der, glaube ich, am wenigsten schlechte. Vielleicht aber auch nicht, weiß man nicht. Ja, und genau, also wenn ich sozusagen eine Mail schreibe, dann tippe ich die quasi in meinen Mutt ein und sage dann, wenn sie fertig ist, bitte schick die mal los. Und dann beginnt sozusagen der Spaß. Und das, also, und deswegen muss man es ein bisschen einschränkend sagen, weil jetzt, wenn du Gmail benutzt, die machen im Hintergrund ein bisschen was anderes. Also da funktioniert das ein bisschen anders. Deswegen hatte ich gesagt, es muss an Mail-Client denken, beziehungsweise auch an, also wie Proton-Mail, die vermutlich auch SMTP nutzen als Protokoll, das weiß ich aber auch nicht ganz genau.
Also bei denen funktioniert es ähnlich. Da fängt jetzt der Rechner an, erstmal zu arbeiten. Weißt, mein Rechner sieht dann, da kommt also eine Mail, die geht an Tobias, bei Proton-Mail. Ich muss überlegen, wie kriege ich die dahin? Es liegt die an dem Rechner rum. Wie kommt die jetzt zum Tobias? Port 80. Wenn er da anklopft, mein Rechner, Port 80. Weiß ich nicht. Sagt er. War das nicht der immer offen ist? Genau, da sagt der Rechner. Port 80. Ich habe mit Mails nichts zu tun. Geh weg. Ich will Stroh 80. Genau, ich will Stroh 80. Hier gibt es nur Webseiten und zwar nur unverschlüsselte. Okay. Nee, also was mein Rechner erstmal wissen will, wie kommt er jetzt, wie kriegt er die Mail zu dir transportiert? Weißt du, das ist ja Punkt 1. Also, das ist so ein bisschen die Frage. Also, ich habe hier eine Mail, die ist halt so meinetwegen zu Proton-Mail. Und jetzt steht mein Rechner da, zuckt mit den Schultern und sagt, Ja, der müsste jetzt halt suchen nach dem Server, auf dem Proton-Mail ist. Also wo meine Adresse quasi zu Hause ist. Genau, und das macht er auch. Ja. Das sieht jetzt eben, das geht's an Tobias@protonmail. Und dann fragt er im Internet rum, sagt mal, wo kann ich denn die Mail abliefern, die da zu Protonmail gehört? Und dann wird irgendein Server antworten und sagen, naja, der Mail-Server von Protonmail ist unter der Adresse 0815 zu erreichen. Bin leider schlecht vorbereitet, muss nochmal gucken. Mal sehen, ob mir das Internet schnell eine Antwort gibt. Also, der Mail-Server von protonmail.com ist das, oder? Protonmail.com, ja. Genau, also mein Rechner verrät mir gerade, dass ich den Mail-Server, also Protonmail hat hier zwei Mail-Server, nämlich einmal mail.protonmail.ch oder mailsec.protonmail.ch. Okay. Das sind sozusagen, das ist erstmal die Antwort, die jetzt mein Rechner zurückgekriegt hat. Und dann würde der nochmal fragen, ey, wie sieht's denn aus, der Rechner mail.protonmail.ch, was hat denn der für eine IP-Adresse? Da hast du die IP-Adresse, okay. Genau, und da kriegt er dann die Antwort, ach, das ist 185.70.40.101. Und dann weiß mein Rechner, mal. Genau, und dann weiß mein Rechner, Mensch, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt nehme ich das Paket Mail, klemme mir es unter den Arm und renne los zu dem Rechner da drüben, 185 und so weiter, und schicke das theoretisch ab. Theoretisch. Und praktisch läuft es so, dass mein Rechner sagt, ich weiß zwar die Adresse, aber jetzt komme ich zu dem Rechner von Protonmail und sage, hey Rechner, ich habe hier eine Mail für dich. Bitte, nimm sie doch mal. Und dann sagt der Rechner, warte mal, du kommst vom DSL-Account. Was soll denn das? Mails von DSL-Accounts nehme ich erstmal schon mal gar nicht entgegen. Okay. Geh mal schnell wieder nach Hause in dein Spielzimmer. Geh woanders spielen. Genau. Ja, okay. Und deswegen ist das eine Sache, die in der Regel nicht funktioniert, die sozusagen eben aufgrund dieses Spam-Problems im Netz halt so ein Ding ist. Das heißt, in aller Regel wird es so sein, dass der Weg nicht gegangen wird, sondern vielmehr wird mein Rechner wissen, da kommt eine Mail. Ich weiß da was. Die schicke ich nämlich Mails. Schicke ich nicht direkt an Protonmail, sondern ich habe bei mir, weiß ich, da gibt es einen Mail-Server von meinem Provider. Keine Ahnung, von, weiß nicht, wer jetzt hier der Provider ist. In der Regel kriegt man das zu erfahren, wenn man irgendwie eine E-Mail-Adresse registriert. Also zum Beispiel Google bietet halt einen Mail-Server an, wo ich dann Mails einliefern kann. Ja, oder 1&1, GMX und wo auch immer ihr seid. Gibt es also einen Mail-Server. Und das heißt, mein Rechner jetzt nimmt die Mail und gibt die bei diesem Mail-Server ab und sagt, hier, ich habe eine Mail von Tobias bei Proton-Mail, gibt die mal weiter, nimmt er die entgegen. Aber grundsätzlich ist es erstmal selber, man muss erstmal die IP-Adresse auch von dem anderen rausfinden, wenn die nicht eingetragen wäre, schickt die dann hin. Und der Mail-Server wird dann eben gucken, wie kriegt er die Mail dann weiter. Also dann gibt er die eventuell dann direkt bei Proton-Mail ab oder es wird nochmal über ein paar Zwischenhubs geschickt und wird dann bei Proton-Mail abgegeben. Und dann wirft die Proton-Mail in dein Postfach rein und bei dir auf deinem Handy macht's bling oder auf deiner Webseite macht's bling und dann ist eine Mail quasi von mir da. Und interessanterweise, also das ist jetzt so ein bisschen ein Protokolldetail, also nur ganz kurz, ist es jetzt so, dass der Server
meldet sich jetzt bei, also der Mail-Server von deinem Provider meldet sich beim Proton-Mail-Server und sagt hier, klopf, 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 ich habe da eine Mail. Mhm. Und also sozusagen, der meldet sich an und sagt, hier, mein Hostname ist so und so, Hostname ist so und so, also mein quasi Internetname. Und dann habe ich eine E-Mail, die kommt von, da gibt es also sozusagen ein technisches Merkmal, das heißt Mail from, und die soll an Tobias gehen, Recipient to. Und das dann prüft sozusagen der Mail-Server von Proton-Mail, aha, passt das soweit? Also der guckt ja, was für eine, was ist der einliefernde Rechner, was hat er für eine Adresse und verwalte ich überhaupt diese E-Mail-Adressen, um die es da geht und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, okay, dann gib mal die Mail her. Und dann fängt dein anderer Mail-Server an, sozusagen die Schritt für Schritt dann dem zu übertragen. Also dann steht dann eben da, Subjekt, Doppelpunkt, ist das und das, from, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, from-Adresse ist so und so, to-Adresse ist so und so, und Zeit ist die und die, und übrigens, das ist der Text, und da ist noch ein Anhang und so weiter, und schickt das dann. Genau, also los. Man hat ja eigentlich, ich glaube, bei fast jedem E-Mail-Programm, was ich bisher benutzt habe, kannst du dir den Header anzeigen lassen, wo eben genau das drinsteht, das ist dieses Übergabe-Ding, also von wo kommt's, wo sollte es hin, und über wo ist es gegangen, da hast du oft auch die Hops heißt das richtig, ne? Genau. Mit drin, also über welche Server es geroutet wurde, und so, also das ist so ein kleiner Schnipsel meistens. Genau. Und jetzt siehst du aber, du hast sozusagen zweimal so eine Angabe, woher kommt die Mail und wohin sollen sie gehen. Also zum einen sozusagen bei dem Anklopfen, wo er sagt, ach übrigens, ich bin der Mail-Server so und so, sagt er, die Mail kommt von Person und geht an die Person. Und dann später, wenn sozusagen die Mail dann übertragen wird, ist dann nochmal das Feld. Und die beiden Felder sind aber voneinander entkoppelt. Okay. Das heißt sozusagen, wenn ich die Mail einliefere, kann ich jetzt sagen, ach, die Mail kommt von Jens Kubizil und geht an Tobias. Und sozusagen in diesen Mail-Text schreibe ich rein, die kommt aber von Angela Merkel und geht an Walter Steinmeier. Das ist da, wo du deine Magic machen kannst, genau. Quasi, wo du noch was anderes mitgibst. Und sozusagen in deinem Client würde jetzt mein Beispiel auch nur angezeigt werden, die kommt eigentlich von Angela Merkel und geht an Walter Steinmeier, Frank Walter Steinmeier weiter. Also und das ist das, was du siehst, und du wirst dich dann wundern, hä, was habe ich hier damit zu tun? Ich bin an der E-Mail-Konversation gar nicht beteiligt. Oder also genauso gut kann ich eben sozusagen hier in die Formadresse irgendwas reinschreiben und das siehst du dann. Und das musst du glauben oder musst eben doch nicht glauben. Und ein prominentes Beispiel sind natürlich Spam-Mails. Also wenn man sich mal die Spam-Mails anguckt, also ganz beliebte Masche momentan ist so eine Mail, wo gesagt wurde, ja, du bist gehackt worden, zahl mir doch mal so und so viel Bitcoin. Also da ist dann so, also die steht im Betreff auch irgendwas, ja, du wurdest gehackt und tralala. Und im Text der Mail steht, diese E-Mail ist unverfolgbar, wie du oben siehst, ist die nämlich von deinem Account an deinen Account geschickt worden. Also das meinetwegen, da steht wirklich von Adresse Jens Kubizil und an Adresse Jens Kubizil. Und so soll es den Eindruck erwecken, dass jemand gehackt worden, und dann eben schreiben die Typen dann ja, und wir haben dich gefilmt, wie du heimlich auf Pornoseiten rumsurfst, und wenn du das Video gelöscht haben willst, dann zahl uns so und so viele Geldeinheiten an das und das Konto. Und ich frage mich immer, ob das funktioniert, ob da wirklich Leute nennenswert Geld. Ich glaube schon. Also ich meine, sonst für mich ist immer das Ding, also ich habe ja auch meine Reservations oder Reservierungen mit Spam, aber ich denke immer, die Leute würden sich keine Mühe machen, wenn das nicht mehr funktioniert. Also da wird es eine neue Masche. Also es gibt ja immer noch den nigerianischen Prinzen und den ganzen Kram. Ja, also weil immer noch Leute drauf reinfallen. Und so wie ich das sehe, es gibt ja auch immer wieder neue Nutzer, weißt du, also jetzt neue Generationen, die eben Flücke werden mit dem Internet, und die haben noch nicht alles gehört, weißt du, also für uns ist das, wir hören das zum tausendsten Mal gefühlt, ne? Aber für die ist das dann neu. Und also ich glaube, hatten wir nicht mal darüber geredet, wenn nur 2% von den ganzen Kram, wenn das verfängt, dann hat sich's ja schon gelohnt. Das sind ja automatisierte Kampagnen, das ist ja nicht so, dass die sich hinsetzen und jedes einzelne Ding umtragen und so, also ich bin auch immer überrascht, dass die Leute darauf reinfallen, aber deswegen unterhalten wir uns ja hier, Jens, ne, dass wir die Leute darauf vorbereiten, dass es eben leider solche Sachen gibt und dass wir die ein bisschen cleverer machen und dass die nicht auf sowas reinfallen. Richtig. Genau, und das ist eben so eine Möglichkeit, eben hier Spoofing zu machen, indem man einfach den Mail-Header quasi ändert, also indem man einfach hier da vorgibt,
dass die Mail wirklich jetzt von dir kommt oder von irgendeiner anderen Person. Genau. Und da schützt jetzt sozusagen das Mail-Protokoll zunächst erstmal gar nicht davor. Das heißt also, eine mögliche Gefährdung, die man jetzt sozusagen in dem ersten Schritt, also ich habe es jetzt ein bisschen länglich ausgeführt, rausfinden würde, wäre eben dieser Spoofing-Schritt. Also dass du wirklich sozusagen hier eine Fälschung hast und du kriegst quasi eine Mail und denkst, die kommt ja von der Person oder jener Person und dabei stimmt das gar nicht. Und das ist also sozusagen, das wäre jetzt eine mögliche Gefährdung, die man eben in dem Schritt feststellt. Und jetzt würde man sozusagen hier versuchen, systematisch so mal durch den Verlauf, deswegen habe ich auch nochmal versucht, zu erklären, wie E-Mail funktioniert, sozusagen Schritt für Schritt mal durchzugehen und zu überlegen, an welchen anderen Stellen könnte man jetzt noch den Hebel ansetzen und noch irgendwie sozusagen Täuschungs-Manipulationsmanöver da erfolgreich. Genau, und also mich würde dann auch vor allen Dingen mehr interessieren, also ja, also klar, müssen wir drüber reden, aber wie kann man sich davor schützen? Das wäre dann, ich meine, da werden wir sicherlich drauf hinarbeiten, richtig, weil das ist eigentlich das, wenn du mir das jetzt so erklärst, wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich das erkennen sollte. Da brauchst du entweder ein Programm oder keine Ahnung, wie man das dann erkennt, wenn das gut gemacht ist. Wenn es gut gemacht ist, wird es schwer. Da kommen wir aber noch hin, also weil, also momentan ist mein Ziel erstmal quasi die Gefährdung zu erkennen. Okay, und dann später. Und dann, wenn man die dann hat, dann kannst du nämlich sagen, okay, jetzt müsst ihr über die Schutzmaßnahmen entsprechend nachdenken. Ja. Denken. Quasi ein bisschen Risikominimierung betreiben. Genau, dann, also sozusagen, das ist erstmal der Punkt 1, der hier im Englischen mit Spoofing bezeichnet wird. Dann ist das zweite Thema heißt Tempering, so von to temper. Also ich habe es versucht, mal ins Deutsche mit Fälschung zu übertragen. Also so hier versucht man jetzt Möglichkeiten zu finden, wie man Daten irgendwie verändern oder fälschen kann. Also entweder Daten, die übers Netzwerk gehen, Daten, die auf der Festplatte liegen und so weiter. Also und zwar möglichst unbemerkt. Also irgendeine unberechtigte Person kann sozusagen da irgendwas manipulieren. Ja, also so ein Datenpaket abfangen und dann irgendwas ändern in dem Ding oder so. Genau, und dann wenn wir uns wieder überlegen, wie so eine E-Mail sozusagen von einem Rechner zum nächsten kommt, wäre die Frage, fällt dir da was ein an Manipulationsmöglichkeiten, Fälschungsmöglichkeiten jetzt in dem Sinne? Naja, man könnte die quasi abfangen, wenn die durchs Internet schwirrt und dann halt irgendwas ändern, den Inhalt der Adresse ändern. Ich glaube, ich habe jetzt so im Hinterkopf irgendwie gerade, da war mal auf dem CCC, wo eben jetzt hier Bank beim Online-Banking quasi, wenn man dann da das abfängt und seine eigene Kontonummer einträgt, was ja relativ sinnvoll ist für den Hacker. Genau, also ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass man die, wenn die rumschwirrt, also wenn die gerade kommuniziert mit dem Server, dass man da halt irgendwas ändern kann. Also jetzt ich da fehlt mir das Wissen, wie sehr man da reingucken kann oder so. Weil was ich weiß ist, man sieht ja die Pakete, die da rumschwirren. Normalerweise sind die ja verschlüsselt und man kommt nicht so ohne weiteres ran. Ja. Und aber ja, also ich kann es dir nicht beschreiben. Man kann halt den Inhalt der Mail ändern. Aber wie, weiß ich nicht. Na, gucken wir da also ein bisschen so auf diesen Verlauf zurück, weißt du? Du schreibst eine Mail, drückst auf Senden. Okay. Und dann fragt dein Rechner wieder nach IP-Adressen. Genau. Und weiß dann, okay, das ist der Server vom Betreiber und schickt die dahin. Und jetzt stell dir mal vor, du bist hier, sitzt im OKJ, musst jetzt dringend eine Mail schreiben, schreibst die, schickst sie raus. Ja. Dann wird ja sozusagen, also geht die hier im OKJ, beginnt ihren Weg und versucht sich jetzt sozusagen irgendwie vorzuarbeiten, so in deinem Fall eine Proton-Mail. Und jetzt könnte man natürlich annehmen, dass der Betreiber des OKJ-Netzes bösartig ist und versucht sozusagen Tempering-Attacken zu fahren. Das heißt, der guckt quasi permanent mit so einer großen
Maillupe in sein Internet und versucht sozusagen Mails zu finden, die durch sein Netz laufen. Und jetzt, seht ihr auf immer, Mensch, da kommt auch eine Mail vom Tobias. Mhm. Und sozusagen, in dem Fall ist jetzt sozusagen die Person an der richtigen Stelle und die kann sagen, oh, jetzt nehme ich wieder, vorhin hat man ja sozusagen die Gebührenschere, die da gezückt wurde. Mhm. Der nimmt sozusagen seine große Mailschere und schneidet sozusagen deine Mail ab und schmeißt die in den Papierkorb. Also sozusagen, der kann ja ins Netzwerk eingreifen, kann die ganzen Datenpakete, die im Netzwerk hier durchlaufen, eben auch anfassen. Mhm. Und da könnt ihr jetzt eben sagen, also bei deiner Mail einfach sagen, okay, die nehme ich jetzt und schneidet erstmal raus, ändere da ein paar Worte oder ändere den Text und ich sehe ja quasi, wo die herkam, wo die hingeschickt wird und nach den Änderungen schicke ich die weiter auf den Weg. Mhm. Und dann würde die, stell dir vor, machst mit mir einen Vertrag jetzt, du sagst, Mensch Jens, für deine Superleistung kriegst du jeden Tag, bei jeder Sendung 2 Überraschungseier. Mhm. Und jetzt kenne ich vielleicht den Admin gut und denke, Mensch, 2 Überraschungseier ist ein bisschen wenig. Sag dem, hey, wenn Tobias die Mail schreibt, mach mal eine 0 hinten dran, mach mal 20 Überraschungseier. Weißt du, dann kommt die Mail bei mir an und ist sozusagen unterwegs getempert worden. Mhm. Und ich freue mich, weil da 20 Mails drin stehen. Also das ist sozusagen schon hier der Betreiber, der lokale Betreiber in deinem Netz, dein ISP sozusagen, kann eben da die Mail manipulieren und ändern. Mhm. Und dann immer quasi an allen Stellen, wo die Mail so lang fließt und läuft, da werden halt Leute in der Lage, sozusagen den Mailtext zu sehen, den entsprechend zu ändern. Und am Ende kommt irgendwas an, was du gar nicht geschrieben hast. Okay, da habe ich gleich mal eine Frage, weil bei Protonmail ist es so, dass mein Postfach noch extra mal verschlüsselt ist. Also ich habe quasi 2 Sachen, die ich eigentlich, also ich muss den Zugang zu meinem Konto entsperren und den Zugang zu meinem Postfach nochmal gesondert entsperren. Das würde heißen, diese Mail ist verschlüsselt, wenn ich sie schicke. Und die sollte eigentlich auch für den Proton-Mail-Betreiber, also für den Server, auf den sie liegt, verschlüsselt sein. Der könnte dann eigentlich nicht, der könnte es nicht tempern damit. Also der könnte daran nichts verändern, weil die sollte ja verschlüsselt sein. Er könnte da nichts machen. Also in dem Fall, wenn sie da liegt, erstmal könnte die Person nichts machen. Mhm. Aber wenn du jetzt sozusagen deine Mail schreibst, also du bist dich eingeloggt, hast alle Barrieren überwunden, dann kannst du endlich Mails schreiben. Und jetzt sage ich, ich betreibe einen Mailserver und glaube nicht an Verschlüsselung. Das ist ein Konzept, was wird sich eh nie durchsetzen. Genau, denke ich auch, so wie das Internet. Ja, genau. Und dann, wenn jetzt die Proton-Mail-Mailserver clever sind, versuchen sie sozusagen jetzt an meinen Mailserver eine Mail zuzustellen und stellen fest, der ist nicht verschlüsselt und sagen, mach mal nie. Mhm. Kannst du vergessen, kriegst von uns keine Mails. Lass mal bleiben. Aber kann natürlich auch sein, dass sie sagen, nee, da bietet keine Verschlüsselung an, dann schicken wir es halt unverschlüsselt übers Netz. Dann geht es sozusagen aus deiner hoch entkrypteten, verschlüsselten und mit Wachen versehenen Fortress of Solitude geht's raus. Und sozusagen, aber in dem Moment, wo es jetzt sozusagen die Festung von Protonmail verlassen hat, dadurch, dass ich jetzt sage, ich glaube nicht an Verschlüsselung, kann ja Protonmail nicht auf magische Art und Weise die Mail verschlüsseln. Das heißt, die würden die dann quasi unverschlüsselt übers Netz geben. Mhm. Und sozusagen ein Provider, der jetzt sozusagen in der Mitte irgendwo sitzt, oder natürlich auch jetzt ich als Serverbetreiber, kann die Mail jetzt dann dadurch lesen und auch manipulieren. Mhm. Okay. Obwohl die aus deiner Fortress quasi... Super, genau. Also ich habe sie quasi unter höchst Sicherheitsvorkehrungen geschrieben, aber da du das sonst nicht lesen könntest, sonst würdest du nur irgendwie was Kryptisches angezeigt bekommen, wird sie quasi unverschlüsselt geschickt und dann ist das quasi alles hinfällig, was ich gemacht habe. Genau so ist es. Hm. Okay. Also das ist halt so ein bisschen das Ding hier. Hm. Und also hier muss man eben sagen, dass quasi jede Stelle, wo die Mail langläuft, hat zunächst erstmal die Möglichkeit, da auch Manipulationen vorzunehmen. Okay. Immer sozusagen unter der Voraussetzung, dass hier keine Verschlüsselung stattfindet. Also deswegen, da sind wir jetzt schon wieder bei dem Punkt, was kann man dagegen tun? Ja, okay. Also Verschlüsselung ist natürlich hier so ein Weg, sich ein bisschen davor zu schützen. Ja, das ist also eben so eine Möglichkeit, wie man sowas tempern könnte. Mhm. Und vielleicht auch der Aufruf an euch da draußen, fällt euch ja noch mehr ein, was man so an Tempering betreiben könnte. Also
Es geht sowohl um Daten im Netzwerk, Daten, die im Fluss sind, wie auch Daten, die auf dem Datenträger liegen. Also wenn euch da was einfällt, tragt das in das Pad ein. Adresse kann ich mal mit vorlesen. Mhm. Die hat den schönen Namen n.jo-so.de/ris34-tm. Also RIS steht für Radio Insecurity Sendung 34. Das ist die jetzige -tm Threat Modeling. Mhm. Okay, ich glaube, ja, verlinkt das lieber nochmal. Verlinkt das mal und dann, ja, wie gesagt, also mich würde es freuen, wenn der eine oder andere von euch da was hinterlässt und auch ein paar andere Ideen hat. Ansonsten werden wir das auch nochmal beim nächsten Mal ein bisschen besprechen, was es jetzt insgesamt an Möglichkeiten da gibt. Ja, dann, es gibt einen Punkt Abstreitbarkeit oder Repudiation. Und Abstreitbarkeit, Tobias gibt mir gerade zu verstehen. Ich abstreite gerade. Er streitet gerade ab, dass ich hier weiterreden soll. Ja, nee, tut mir leid. Tobias hat eine Verabredung, nehme ich an. Ja, genau. Das habe ich vorab nicht gesagt. Und ich will jetzt nicht nochmal ein neues Thema an... Dann würde ich sagen, ist doch das ein guter Punkt gekommen, streite, um die Sendung an der Stelle zu beenden. Und das den Rest dann auf das nächste Mal zu verschieben. Beim nächsten Mal werden wir das dann auch nochmal aufgreifen. Und nochmal ein bisschen... vielleicht tiefer diskutieren, dann auch vollständig diskutieren und dann kennt ihr ja schon die Seite, könnt vielleicht da auch schon mal was hinterlegen, was schreiben. Mhm. Und vielleicht kann man dann auch mit dem, was ihr so schreibt und geschrieben habt, auch entsprechend arbeiten. Ansonsten versuche ich dann beim nächsten Mal auch ein bisschen ausführlich meine Ideen da zu verfolgen. Ich wollte jetzt einfach nur mal ein paar Ansätze geben. Ja, nee, absolut. Was mir helfen würde, aber das können wir dann vielleicht auch noch machen zusammen, ist, Ich hätte gerne eine schematische Zeichnung, wie das so funktioniert, weil dann kann ich mir das ein bisschen besser vorstellen. Mhm. Also ich hatte das schon mal gesehen, aber das ist wirklich lange her. Also wie auch quasi eine IP-Adresse umgewandelt, also andersrum, wenn du www das eingibst und so, dann wird ja das umgewandelt in eine IP-Adresse, in Nummern, die dann gesucht werden und so. Also da gibt es garantiert im Internet irgendwelche Schematas, wo wir das eben auch schön... Ich meine, das ist fürs Radio doof, aber dann, wenn wir dann das nächste Mal drüber reden und wir würden das mit verlinken, fände ich das ganz gut, weil ich kann mir das dann immer besser vorstellen, wenn ich das nochmal sehe, wie, keine Ahnung, das ist ja der Mailserver, dann da mit, und dann geht das über drei Hops und dann und wo dann so diese Knotenpunkte sind und was da alles so dazwischen geschoben wird. Das finde ich persönlich ganz gut. Okay, na vielleicht schaffe ich das irgendwie noch zu zeichnen. Du musst das gar nicht zeichnen. Ich mache ein Video. Da gibt es sicherlich was im Internet. Okay. So eine Schemata. Bestimmt. How genau. E-Mail works. Genau, also ist ja nichts Außergewöhnliches. Wir müssen es einfach nur, also ist für mich, ich kann da auch selber danach suchen und dann gucken wir mal, ob das copyright-frei ist und ob wir das da verlinken dürfen. Richtig. Ansonsten zeichne ich es nach oder zeige es meiner Tochter, die zeichnet es nach. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir die Sendung an der Stelle. Ganz zum Abschluss haben wir natürlich nochmal eine hervorragende neue Musik, die... Keine Kosten und Mühen gespart. Genau. Tobias hat quasi im Schweiße seiner Füße die neue Musik hier gemacht. Magst du was zum Titel verraten? Das ist, also ich hatte jetzt eine lange, lange Dürrephase, muss ich gestehen, wo ich irgendwie nichts gemacht habe und endlich bin ich wieder so aus meiner Starre erwacht und habe mal ein kleines Lied gemacht. Das ist wirklich nur ein kleines Lied und das ist für mich so ein, das habe ich in 2 Stunden gemacht, inklusive Textschreiben und allem drum und dran. Aber ich hatte echt Lust, mal wieder so einen schönen kleinen Elektro-Popper-IBM-Songchen zu machen. Und das ist der jetzt, der heißt Voices. Okay, das hören wir also gleich. Wir würden uns freuen, wenn wir euch am 23.03. alle um 14 Uhr auf dem Holzmarkt sehen. Yep. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Sendung. Genau, und bitte schreibt uns hier über das Threat Modeling. Ich glaube, das betrifft uns alle und wir können da alle was lernen. Also bitte seid da auch aktiv. Wenn ihr Fragen habt, wir würden die gerne beantworten. In diesem Sinne, bleibt sicher und bis bald. Ciao. Tschüss.